Meine Damen und Herren, es ist Nisa und Cheyenne Garcia in the building. Und wir haben ihn. Einen grandiosen, dreckigen Iraner. einen zweiten. Ich bin jetzt hier. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Zwei Iraner und the 2½ Men oder so. Jetzt geht's ab. Wir haben Animus hier, meine Damen und Herren. Es ist uns eine Ehre. Wie geht es dir? Nur ihm. Gut, danke schön, Bruder. Guck mal. Ja. Danke schön, Bruder. Es ist mir eine Ehre, in deinem Podcast zu sein. Ja, sehr gut. Schön hier zu sein, Jungs. Geht's euch gut? Uns geht's gut. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der live so viel Zähne hat oder nur im Fernsehen? Bruder, ich bin immer noch fasziniert. Das ist ein faszinierendes Gebiss. Ja. Aber warte mal. Bevor wir zu meinem Gebiss kommen, ne? Was mich interessiert, als Hip-Hop-Fan der ersten Stunde, weil du bist irrelevant für mich. Was relevant ist für mich, hast du ein paar Bars dabei, Bruder? Bruder, für dich von Herzen. Guck. Ja, ich lebe jetzt in Dubai, bin ein Jahr schon am Hustlen, alle machen drüben auf krass auch meistens alles Attrappen. Insta-Models erzählen dir, sie würden Marketing machen, aber werden dort rumgereicht wie eine Schale voll Datteln. Und so saß ich an meinem Laptop, abends im Schatten und fing an, das Game einmal zu betrachten. Eine kühle Windbrise schwebt über den magentafarbenen Himmel und mir wurde warm um meinen Nacken und ich dachte mir, ja, ich hasse Kanaken, ich hasse Kanaken. Nochmal, ich hasse Kanaken. Gucci tragen, doch leben von der Staatskasse Kanaken. Sagen, wir kriegen nicht einen Job, weil sie uns hassen Kanaken, während unsere Eltern 5 Jobs hatten Kanaken. Wie der dicke Herr Dolly Pocher feige geschlagen, ob der es verdiente oder nicht, für uns war es eine Blamage. Du blamierst erstens Ausländer, weil Deutsche zeigen und sagen, seht ihr, die Ausländer benehmen sich beim Streit wie Barbaren. Zweitens blamierst du Muslime, postest nach der Scheiße am Abend ein Bild in der Moschee nach so einer peinlichen Tat. Drittens blamierst du Rap, weil Medien eine zweite Passagen darüber verfasst und Rapper hätten einen geistigen Schaden. Da macht deine Magenverkleinerung die Schweinevisage. Postet, du kannst alles schaffen und so kleine Zitate. Als hätte die Hängetitte jahrelang einen Fight mit der Waage. Diät, Disziplin, nein, du musst es einfach nur zahlen. Beim Arzt getan, als hing dein Life am seidenen Faden. Nicht wegen Krieg, Krankheit, sondern Döner, Eis, Schokolade. Aber der Hunger nach Bestätigung bleibt in seinem Magen. Seine Komplexe sind trotz Fettverlust weiter am Nagen. Weil sein Äußeres die Zerbrechlichkeit im Inneren zeigt. Und Menschen noch immer nicht peilen. Jemand äußerlich zu verletzen, wird dir nicht helfen, dass du hier drinnen verheilst. Und die Ironie dahinter, die bleibt es, er verschwendet Sekunden, Minuten, Stunden, Wochen, Monate, ein verbittertes Life, bis er heute selber aussieht wie Salvador Dalis zerrinnende Zeit. Ich hasse Kanaken. Clans sagen, die Medien betreiben eine Hetze. Es sind die Medien, wir selber brechen keine Gesetze. Ach so, die Medien, die stehlen die Beute. Ja, die Frauke Ludewig steigt abends durch die Gebäude. Günther Jauch ist am Schutzgeld erpressen und abkassieren. Und Hans Meiser ist der Grund, dass man den Notruf alarmiert. Mir tut's am meisten leid für Jungs mit dem gleichen Nachnamen. Denn egal, wo sie sich bewerben, sie ziehen die Arschkarten. Ich hasse Kanaken. Mache mir auf Fighter im Rudel, alleine sind sie alle klein wie ein Pudel, kein Kanaken juckt, es kriegt sein Bruder einmal eine 1 in der Schule, doch kommen sie aus dem Gefängnis, werden sie weinend bejubelt, du bist ein Mann, Bruder, ein Aslan-Bruder, nein, Bruder, dein Bruder ist nur ein Schwanz-Bruder, ich steige in eine G-Klasse und fahr mit Vollgas einmal über jeden Zuhälter, Dealer oder Enkeltrickbetrüger, stell dir vor, du bist ein Mann, der sein Leben lang die Rente zahlt, von Jahrzehnten harter Arbeit Schmieren an den Händen hat, bis er sich eine Wohnung leisten kann neben einem Entenpark, jeden Cent gespart und Liebe für seine Enkel hat, dann kommt so ein Hurensohn, der mir einen auf Gangster macht. Nutzt seine Gutmütigkeit aus, damit er ihm das Geld abzapft. Für ihn ist es nur etwas Schnapp, doch für den alten Mann ist es seine Lebensgrundlage, die er ihm entwendet hat. Und ich bete, ihr landet alle in einem Gefängnistrakt und man schneidet euch eure Zungen und eure Hände ab. Ich hasse Kanaken. So sehr, AfD zu wählen, wäre für mich nicht mal schwer, wenn Nazis nicht genauso Hurensöhne wären. Wie dumm musst du sein, wenn ein paar Asylanten gerade eine Woche hier sind, ohne Geld, Ressourcen oder Sprache, aus Not und Verzweiflung raus alles dafür geben, dass sie Jobs besser tun, dass die den Leben lang hier leben. Denn ich höre keinen Arzt sagen, der Flüchtling kam und weg war mein Job. Oder Anwalt oder Lehrer oder Cop, es sind die harten Jobs, Baustelle, Klos putzen, Autos reparieren. Sorry Nazis, dass wir solche Jobs eher machen als ihr, das geht an jeden Nazi, der Asylheime in Flammen legen will, während Kinder da leben müssen in Angst. Zünd den Molotow ruhig an und halte deine Hand über die Flamme, so lange wie du kannst. Und nach einer Sekunde, wenn du denkst, scheiße, ich hab mir die Handfläche verbrannt, denk an die Hölle, in der du landen wirst, irgendwann versprochen. Ich hasse Nazis, ich hasse Kanaken. Ich liebe Frauen, aber ich hasse Bitches. Denn wir leben in Zeiten, wo Frauen, die studieren und hart arbeiten, ausgelacht werden von Onlyfans-Schlampen, die Arsch zeigen. Und ich judge nicht. Ich bin einfach verwirrt. Wie kam es so weit, dass Hausfrau und Mutter eine Beleidigung wird. Mutter Natur wird verhöhnt. Plastik ist weiter top, wie ihr schöner definiert. Ist eine Beleidigung für Gott. Und nein, ich judge nicht.
Ihr habt recht, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Doch wieso gilt das nicht für Hijabis, sondern bloß für alle Kachbars? Und die Vorbilder belächeln all die Werte von gestern, die Steinzeitwerte. Tu alles für einen Mercedes, Schwester. Reden von Slut-Shaming. Eine Slut zu shamen wäre in etwa, als würdest du versuchen, das Meer zu bewässern. Ich höre Shirin David sagen, ich treffe ihn um eins. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Doch egal, er ist reich, lieben wir. Und kleine Mädchen hören diesen Scheiß, denken, Geld alleine reicht und enden bei einem Schwein, das sie niemals wirklich lieben wird. Und dann sagt sie, das neue Wort für schön wäre fotzig, reduzieren sich auf Optik, geben Intellekt einen Dropkick. Und genau jetzt wird irgendwo ein Mädchen von dem Drecksfreund missbraucht, weil sie statt auf seinen Charakter auf seinen Geldbeutel schaut, statt zu sagen, mich interessiert nicht, was er verdient. Mich interessiert nur sein Charakter, Intellekt und sein Dean. Behandelt er seine eigene Mutter wie eine Queen und werden wir reich dann als Team. Das lieben wir. Und für alle, die sich fragen, warum redet er sich den Mund so wund? Ich fühle mich in der Szene so wie der Grumpy-Schlumpf. Wenn das der Preis ist, Fame zu sein, bleibe ich lieber Untergrund. Wenn eure Welt an sich gesund ist, bleibe ich lieber ungesund. Seht ihr alles schwarz auf weiß, bleibe ich ein bunter Hund. Tragt ihr eine Uniform, laufe ich in Lumpen rum. Cancel Culture ist der Grund, weshalb die ganze Kunst verstummt. Die Wahrheit ist unser Trumpf und euer Wunderpunkt. Und ich spreche sie aus, solange Gott Luft durch meine Lungen pumpt. Beast! Waren das genug Bars, Bruder? Ich überlege, was ich noch... Wieso will ich diese Folge weitermachen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann gar nichts sagen. Alles, was ich sage, ist so... Also, ich rede ja sowieso nur Schmutz. Ich kann ja sowieso kein Deutsch. Und jetzt wird das nochmal hier bewiesen. Ja, so. Ich sag, beide Iraner haben schon sehr unterschiedlich von dem Intellekt. Das kann man nicht auf eine Stufe setzen. Also, boah. Krass. Dankeschön, Bruder. Es war wirklich stark. Dankeschön. Es hat mir echt gefallen. Ich wollte was Besonderes machen für euch, wenn ich hier bin, Bruder. Also, meine Damen und Herren, das geht an alle Musikverpestenden, nicht rappen könnenden, schlecht Deutsch sprechenden Wack-MCs da draußen. Das hier war ein Wolf am Mikrofon. Das musste man damals können. Das ist die Schule von Curse, das ist die Schule von Savage, das ist die Schule von Moses, von Sammy. Und Mock. Hey, das ist so asozial. Er konnte nicht. Er konnte nicht. Ich wollte so eine geile Papatschule. Bruder, kein Tarot, gar nichts, Bruder. Gar kein Anstand da. Geil, also. Aber. Du hast aber lang genug zugehört. Ja. Ja, das ist. Das nee, ich dachte, er erwähnt ihn noch. Ja. Ich glaube, er hat ihn vergessen. Nein, ich war da noch am Aufzählen. Ach so, okay. Ja, nö, jetzt bin ich nicht mehr. Ich bin so beleidigt. Geil, sehr, sehr stark. Meine Damen und Herren, Animus hier, ja, mit Bass. Das ist dein erster öffentlicher Auftritt, wo du wieder sprichst, seit wann? Boah, weiß ich nicht, Bruder. Ist schon eine Weile her. Ist lange her. Ja, letzte Interview ist sehr lange her. Ja? Deswegen, ich bin großer Fan von deinem Podcast, Bruder. Dankeschön, dass uns sehr schön hier zu sein. Danke. Ja, danke. Aber hörst du die Folgen wirklich? Ja, ich schwöre. Hörst du oder siehst du? Hörst du nur seine Parts? Ich höre und sehe. Also zu Hause schaue ich mir das auf dem Fernseher an und wenn ich unterwegs bin, dann nochmal die alten Folgen und so weiter. Okay, wenn du so mal so ein Review schreiben müsstest. Was wäre denn so ein paar Zeilen davon? Wie meinst du über unseren Podcast? Wie bewertest du? Was denkst du über unseren Podcast? Also, ich finde es gut, dass ihr so mutig seid und zu eurem Humor steht, weil heutzutage wird der Humor, Bruder, es wird gecancelt, ne? Vor allem unser Bruder, der hier schon ein paar Mal gecancelt wurde von Instagram und überall. Ich bewundere deinen Mut, dass du immer noch versuchst, Werbedeals ranzuziehen für diesen Podcast. Bruder, da hast du schon Respekt. So. Ja, jedes Mal. Respekt, Bruder. Mit welchem Gesicht du dieses Telefon abnimmst, Bruder? So. Oh. And when it's in a winner, right, I'm a muscle. Ja, Bruder. Aber ey, danke. Geiler Podcast. Deswegen, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin damit. Danke. Ne? Ja, Mann, richtig stark. Danke, also, guck mal. Animus ist hier, ja. Es gibt ja viele, die dich lieben. Ja. Es gibt viele, die dich hassen. Mhm. Viele haben eine neutrale Meinung über dich. Die sagen, ey. Der ist hässlich, aber ich kenne ihn nicht. Aber eine Sache sind sich alle einig. Ob, glaube ich, deine größten Feinde, deine größten Stans. Ja, du hast einen großen Kopf. Ja, das auch. Du bist wirklich und in Top 3 der größten lyrischen Rapper aller Zeiten in Deutschland. Das will ich einfach mal hier sagen. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Warum hast du mir nie so ein Kompliment gemacht?
Dankeschön, Bro. Bitteschön. Heirat ihn doch gleich, Alter. So. ist es für dich schwer? Wie betrachtest du die Entwicklung des Deutschraps? Wenn du so siehst, also das muss man ja sagen, das ist jetzt, da braucht man jetzt, also man braucht einen gewissen Intellekt, aber es ist ja offensichtlich, dass da sehr viel Wert auf die Lyrik gelegt wird bei deinen Raps. Das sieht man ja auch an all deinen Freestyles, die ja Millionen von Aufrufen haben, egal welcher. Denkst du dir manchmal, ey, guck mal, die Leute wissen es nicht so zu schätzen, wie wenn ich so ein Beat nehme und drauf mache, brrn, Bock. Und das hat dann diese Aufmerksamkeit, also da fehlt eine gewisse Wertschätzung, das ist nur ein kleiner Teil. Hast du dann trotzdem noch diesen Ansporn oder sagst du, ey, komm manchmal diese Zeit, sagst du, wofür mache ich das? Das interessiert doch eh kein Schwein. Die Sache ist, die Schule, aus der ich gekommen bin, besteht aus vielen Rappern, die nie komplett Mainstream geworden sind, obwohl die krasse Skills hatten. Jetzt, yeah. Curse ist so meiner Meinung nach der krasseste, yeah, Rapper, ne? Aber es gibt viele, zum Beispiel Snagger ist, yeah, einer der deutschen Rapper, die brutal nie geschafft haben, also von den Skills her, die krassesten waren, yeah, aber nie so geschafft haben, ne, Mainstream zu werden. Aber in Amerika ist das genauso. Ich meine, Yella Wolf ist ein Rapper, den brutal wir beide totfeiern, ein, yeah, Künstler, den, yeah, wir beide totfeiern. Papoose ist ein Rapper, den wir totfeiern, Saigon von, yeah, früher. Also es gibt krasse Rapper. Hört sich an wie so Herr der Ringe-Darsteller. Ja, Saigon, Wolf und Purple Rain oder wie der heißt. Oder für dich hat mit Flowrider Rap, ja, angefangen, ja, oder deswegen. Pitbull. Nein, ja, für Pitbull mich hat Rap mit einer Sache angefangen. MC Hanna. Das war mich real shit, Rap. Ja, das, der war härter als. Und Vanilla ist Eis. Vanilla ist Eis. Ja. Vanilla ist Eis. Ja. Okay. Ja, deswegen. Scheiß drauf, Bruder. Du musst einfach abliefern und krass sein und man darf seinen Erfolg so abgedroschen, das auch klingt, du darfst deinen Erfolg halt nicht von Zahlen und so weiter abhängig machen, Bro. Ja. Euer Podcast ist auch meiner Meinung nach wirklich der unterhaltsamste Podcast und es gibt so viel komische Podcasts, die in den Charts vielleicht über euch sind oder mehr Reichweite haben. Genauso mit Stand-Up-Comedians, Bruder. Deutscher Stand-Up ist so chöp, Bruder. Ne? Also muss man wirklich sagen. Ja, genau. Wusste ich gar nicht. Findest absoluter chöp. Findest du alles schlecht? Fast alle, ja, Bruder. Fast alle. Ja, das ist aber deswegen wirklich so. Ja. Und jemand wie du, den ich wirklich feier, ne, ist halt, macht nicht die gleichen Stadien voll wie diese anderen Leute, wie jetzt ein Bülent Ceylan oder, ja, irgendwie sowas, ne? Und deswegen, Bruder, scheiß auf, man muss einfach Gas geben. Mein Anspruch ist einfach, der abzuliefern, ne? Und genau das ist das Geilste von allen. Du sagst, ja, du hast viele Hater und so weiter. Bruder, es gibt nichts Geileres, als so krass zu rappen, dass ein Hater sagen muss, guck mal, ich hasse den zwar, aber der rappt krass. Ja, und das ist für mich das größte Kompliment, ja, weil jemand, der dich mag, wird immer automatisch Sympathie für dich haben. Ja. Weißt du, dann kannst du auch nur halb abliefern und sagen, ja, Bruder, geil. Ne? Ja. Deswegen, du fragst mich ja auch oft, ne, ja, nach Kritik und sagst, ja, immer, aber Bruder, so, ne, ohne Sympathiebonus, ja, und, ja, so weiter. Und genauso ist es bei Rap, Bruder. Wenn ein Hater dir Komplimente, ja, macht, ist es das Geilste. Man muss aber überhaupt zugeben, ich denke, dass sich ein Hater so bei dir so dich anhört oder anschaut und dann sagt, boah, ich hasse den Typen. Aber der kann krass rappen. Ja, ja, voll. Das wird voll. Ja. Das ist mein Lieblingskommentar. Weil bei jedem Video auf YouTube siehst du das. Ja. So. Ne? Ja. Ja, es ist halt, das hat die größte Anerkennung, weil jemand versucht, er wird ja irgendwas versuchen so zu finden. Wie du mit meinem Kopf. Ja. Aber der geht immer auf sowas. Auf Aussehen? Ja, so, ich würde es gar nicht so ernst nehmen. So, weil der geht ja auf alles. Der, ja, geht, der hat doch keinen Tarot. Guck mal, es, oder, gibt zwei Arten. Geht er in eine Tankstelle rein, dieser Tankstellenwart, der nichts in seinem Leben gemacht hat für ihn. Oh, du geile Sau, ey, du bist so sexy. Ich, ja, will einen Tag dein Leben. Ich baue meine Mitmenschen auf. Ja, ich, aber seine Freunde, die sich opfern, ja, ja, die fast 100.000 Euro liegen lassen, Kooperationsgeld. Die alles außer wenn sie selber Casino-Streams hat lassen. Ja. Die lassen das liegen. Da sagt er so, guck mal, du siehst aus wie Alvin von den Chipmunks. Ja, guck mal seinen Kopf. Ja, aber warum liebe ich euch? Guck mal, und jetzt sage ich dir was. Ne? Ey, weißt du, was der Grund ist, warum er sich in diese Casino-Welt flüchtet? Weil das die einzige ist, die du ihm nicht kaputt machen kannst. Der arme Bruder, nächstes Jahr moderiert der Venus-Messe, nur weil er weiß, du kannst nicht dazwischen kretschen. Ey, Bruder. Ich nicht, ist doch so. Weil ich nicht mal da reingehe. Ja, weil du nicht mal da reingehst. Hier ist die Sachfreiheit. Ja, so. Meine Damen und Herren, das Statement von Steiger Casino. Wir haben es geklärt. Ja. Ja, geil. Mann. Ja, Mann, oh, der flüchtet, der Arme. Aber egal, ihr wisst ja, dass ich euch liebe und schätze. Das ist ja eine Wertschätzung. Ja, wir vermuten es. Wir wissen es nicht. Du roastet mich auch.
Was? Erosa, was? Nein, he roastet mich auch. Ja, aber Bruder, wir roasten dich, weil wir keine andere Wahl haben. Weil wir sind wie so eine Katze, die in so eine Enge in der Ecke gedrängt wurden. Und dann müssen wir auch schreien. So, ey, lass uns in Ruhe. Ey, weil du übertreibst ja. Euch das erste Mal, in Dubai haben wir das erste Mal richtig gechillt. Das wissen die Leute ja nicht. Ey, das war der ehrenloseste. Bruder, und bis dahin, guck mal, ich war ein Junge mit Anstand, Bruder. Ich hab noch nie in meinem Leben zu meinem Kumpel gesagt, halt's Maul oder sowas. Ne? Ich komm dort zu euch, Bruder, ihr beleidigt einander, deine Zähne, Animateur, Nase. Er ist auf einmal auf mich. Du siehst aus, als wäre ein Tintenfisch auf deinen Kopf gestorben. Bruder, kein Anstand. Ich sitze so da, ich sage, und dann greifst du ihn, dann machen wir Tag Team. Bruder, ja, machen wir Tag Team. Ja, ich kämpfe uns überleben, Bruder. Das Krasse ist, wir reden scheiße übereinander und wir greifen dich an, so ob so was du einen von uns. Ey, wieso redest du über meinen Bruder? Ja, ja. Das, Bruder, ey, das war absolut hart, aber das ist dein. Aber in Dubai haben wir uns so richtig kennengelernt. Genau. Das war so, wir haben ein paar Abende gechillt. Erster Abend war noch so ein bisschen vorsichtig. Da haben wir noch versucht, ja, den Anstand zu... Ja, er hat auch Unsinn geredet. Er hat gesagt, Jean-Claude Verdamme ist der beste Schauspieler der Welt und so, Bruder. Ja, das ist die Wahrheit. Was soll ich von ihm halten, nehmen, Bruder? Das ist die Wahrheit. Was ich meine? Was? Deswegen. Warte mal kurz. Jean-Claude Van Damme ist ein besserer Schauspieler als Denzel Washington. Warte kurz, guck mal. Merkst du, wie er rudert? Ich hab doch gerudert damals, Rheinland-Pfalz-Meister. Ja, ich merke. Nafri-Meister im Rudern. Aber egal, was für Sportart er findet, dass er nicht mal gemacht hat, ist der immer der Meister der Region. Geil. Warum lügst du nicht normal? So, ey, ich hab mal gerudert in der Schulmannschaft. Ja, so jemand, was man glauben würde. Aber er ist immer der Meister und der Regionsmeister. Wie jeder so ein Kickbox-Weltmeister. Ja, genau, das Kickboxen wird jeder Weltmeister. Guck mal. So, ich möchte, dass ihr mir den Respekt erweist und mir zuhört. Weil ihr seid ja meine Brüder. So fängt jede Audio an, die so 16 Minuten geht. Guck mal. Boah, ihr seid echt ekelhaft. Na, aber guck mal, das ist kein Anstand. Aber weil ihr greift mich mit echten Wahrheit, Sachen an. Die Wahrheit ist kein Anstand. Ja, genau. So. Hast du nicht gesagt, Dave Chappelle sagt, nur die Wahrheit ist lustig? Ja, warte, guck mal. Ja, man kann ja Rücksicht auf sein. Das ist geil. Guck mal, es ist so, ne? Jean-Claude Van Damme. Ich finde, dass Jean-Claude Van Damme unter... Guck mal, ihr geht jetzt danach, wer spielt besser einen Rollstuhl? Das ist... oder wer... Was, wie kann man denn einen Rollstuhl spielen? Ja, indem man einfach so ein Rollstuhl ist. So, und der Mensch spielt... Er hat absolut keinen Tarot. Und der Mensch spielt besser einen Tisch. So, mir ist klar, dass Denzel Washington so einen Tisch spielen kann. Er steht sich einfach als Tisch. Okay, ich habe mal eine Frage. Wie redet Skills? Wer hat die unterhaltsameren Filme? Und da ist für mich Van Damme die Eins. Guck mal, ich will dich jetzt nicht dieses diagnostizieren oder wie das heißt. Also, du sagst, es geht nur um den Unterhaltungsfaktor. Nein, es geht darum, was ist ein besserer Film. Okay, besserer Film. Ja. Okay. Muss er lügt. Okay, warte du mal. Du bist ja eh bekannt. Ja. Okay, wie kannst du das aber über die Filmbranche denken, aber nicht bei Rap? Da sagst du auch, die Skills sind wichtig und nicht, wie es klingt. Oh mein Gott, stark. Er hat dich gerade richtig rasiert, Bruder. Das ist sehr stark. Er hat dich gerade richtig rasiert. Bei Rap habe ich, mir reicht das nicht, dass der Song unterhaltsam ist. Und vor allem sind die Songs, die heute als unterhaltsam gelten, für mich nicht unterhaltsam. Aber bei einem Film habe ich den Anspruch. Mich interessiert nicht, wie gut ein Schauspieler spielt, weil, wenn der Film keine Unterhaltung hat. Da nehme ich als Beispiel auf The Irishman, der super langweilig war. Ja. Und da sind auch Harvey Keitel und Joe Pesci und Al Pacino und die Schauspieler krass. Aber der Film ist langweilig. Der ist nicht so unterhaltsam wie Bloodsport. Aber haben wir über Filme diskutiert oder haben wir über Schauspieler diskutiert? Okay. Der Typ redet Belgisch, Alter. Ja, das ist gemischt zwischen Französisch, nein, irgendwas Französisch. Anderes Holländisches. Ja, Flämisch. Nein, der spricht Französisch. Es gibt einen Teil in Belgien. Bruder, diese Lampen sind richtig warm. Sind sehr, ne? Heiß. Ich fühle mich, ne? Wie bei ihm in der Wohnung, Bruder. Warst du schon mal da? Ja, das Zimmer. Bruder, das, hey, das ist Zimmer. Ihr seid so Bruder. Ich schwöre, das ist kein 38 Grad. Bruder, ich komme doch konstant, rein. Bruder. Oh mein Gott. Er sagt, wie in Dubai aus dem Emirates. Ja, ja, ja. So eine Wand. Ja. Er sagt so, Bruder, schäm dich nicht, wir sind Brüder, zieh dich aus und so, Bruder. Wenn man Animus kennt, du bist ein sympathischer, lustiger, netter, höflicher Typ. Wasserkopf. Anstand. Ignorieren einfach diesen Teil. Ich habe es auch schon versucht, ob ich alleine Folgen hier aufnehmen kann. Ja, so ganz heimlich, so habe ich es schon versucht, aber es geht leider nicht.
Ich denke, also warum ich mich auch freue, dass du hier bist, dass wir nicht diesen typischen Hip-Hop-Talk machen, sondern ja, warum ist das so, also irgendwie Beef oder irgendwas, sondern warum warst du bei so vielen Leuten und warum hat es nicht geklappt? In dem Sinne, weil wir schätzen dich ganz anders ein. Und andere Leute denken sich, das ist ja auch immer so Vorwürfe in den Kommentaren, ja, der war bei jedem. Ja. Und das möchte ich gerne hier klären, dass dieser Kommentar nicht mehr kommen ja, kann. Ja, aber das schaffen wir hier nicht zu klären. Das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt selber auch einen Podcast anfangen will, wo ich wirklich mal detailliert auf jedes Szenario eingehen werde, jede Begegnung, jeden Deal, Rückenpolitik, was hinter den Kulissen passiert ist, mit allem drum und dran, weißt du, und du hast einen eigenen Podcast? Ich will jetzt einen eigenen Podcast. Das ist das erste Mal? Genau, weißt du, das ist, nein, nein. Ist hier die Premiere? Das ist hier die Premiere, wow, dass ich mit meinem Podcast anfangen werde. Und dankeschön. Lädst uns ein? Du bist herzlich eingeladen. So. Nein, die Sache ist sogar, geil, das ist guck geil mal, da du sehr viel Ahnung von Rap hast und absolut kein Tarot hast, ne? Ja. Du bist der komplett, Bruder, er hat keinen Charme, er hat gar nichts. Der hat nicht recht. So, er hat recht. Du hast mich ja gedisst mit dir, du hast bei dem unterschrieben, unterschreib doch bei Cheyenne Music und so, du hast das ja alles gemacht. Okay. Ja, der ist halt, der macht jedes Business auf. So. Siebte Firma. So. Verschuldet sich noch mehr. Deswegen, ich lade dich als meinen ersten Gast ein in den Podcast und du kannst jede einzelne Frage. Oh, sag nicht so. Jede Bruder einzelne Frage stellen zu jedem Rapper, jedem Gerücht. Ja, und dann wirst jedem, du später nein, das schneiden. Nein, das, 100%, doch, du wirst 100% wirst du das machen. 100%, 100%. Du bist eingeladen, du kannst alle Fragen stellen. Ich lasse das im Podcast, allem, ne, wie du das ja jetzt gerade sagst. Ich werde ich jede, alles, ne? Alles kannst du stellen, ich Bruder. Ich frag alles zu Azad, was da Manuelsen nicht geht in seinen alles, Fuß. Alles, was Flair, du willst. Alles, was du willst. Bushido, ich alles, frag alles. Du willst. Alles, was du willst. Und du wirst alles transparent... Alles. Ich alles frag dir komplett, alles, ne? Komplett. Ich, geh jetzt, ich sag jetzt nicht so ehrenlose Sachen. Wir werden jetzt Sachen niemanden ins Gefängnis bringen, ja, von diesen Rückenleuten, ja, dass genau wir jetzt noch mehr Probleme genau haben aber und so. Aber ich frage alles. Alles, was mit Hip-Hop zu tun hat. Und dann werde ich detailliert Stück für Stück alles abarbeiten. Hab mit das Fakten gehört? Belegen. Er kann ihn nicht mehr aus. Mit Fakten belegen, mit allem drum und dran. Und dann haben die Leute mal meine Version der Dinge gehört. Scheiß mal auf dieses ich schwöre und so. Gib mir dein Wort als Mann. Ja, natürlich gebe ich dir mein Wort, okay, als Mann. Abgemacht. Oh, ja, das wird sehr süß. Ja, das wird stark werden. Das wird sehr warnen kontrovers ha werden. Willst du nicht warnen? Nö. Ich will, nein, mir das anschauen. Bruder. Ich will mir das anschauen. Der will so. Stark. Der will, geil, so, der will so. Mach das, das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist für die Jugend. Ja, genau. Ja, oder okay, deswegen, und ich habe das schon, weißt mal gesagt. Weißt du, wann du schon anfängst? In Kürze, Bruder. In Kürze. Okay, geil. Ja, ja, ich habe jetzt schon, also das heißt, der Animus-Podcast, ganz unspektakulär. Du bist dann der Instagram-Seite, YouTube-Seite. Du bist dann der erste deutsche Rapper, der so einen regelmäßigen Podcast dann hat. Genau. Es gab einige, die haben so ein Special und gemacht, eine Folge oder so, aber du bist dann. Es oder wird so eine der Woche kontroverseste Podcast. Und bei mir ist das Gute, guck mal, ich bin unabhängig von der Szene, ich muss ja kein Geld verdienen, ich verdiene mein Geld anderweitig. Ich bin mit keinem, habe ich irgendwelche Verträge, ich habe keine Verträge mit niemand, keine Rückenpolitik, keine Leute können mich anrufen und mir drohen und sonst irgendwas. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, mir zu drohen, meine Familie zu drohen, ich gehe auch nicht zur Polizei, Bruder. Ich moonwalke zur Polizei. So gehe ich in die Polizeistation rein, Bruder. Ich mach den Elektro-Boogie in der Polizeistation, Bruder. So. Und wie? Und wie, Bruder? Und ich glaube, wenn es Bruder ist, da kommt so rein, die sehen den so. Genau so, Bruder. Ey, krass, normal, Bruder. Geil. Ich hasse geil doch diese Kanacken wirklich von Herzen. Ja, ich doch auch, ich stütze doch hier. Ich hasse die doch wie die Pest, Bruder. Wenn du zu einem Zuhälter gehst und dir Schutzgeld holst und Schutzgeld an dir zahlst, bist du der Mann. Aber wenn du zur Polizei gehst, du bist so ehrenlos, Bruder. Du weißt doch, wie die sind. Guck mal, mich fucken die ab, weil die kein Deutsch können. Nur deswegen? Ja, das, Bruder, ist schon, stört mich. Tausend Sachen, Bruder, für und das die mich abfucken. Ich hasse die wirklich. Ey. Oder guck mal, du hast in deinem Special über Gender Identity geredet. Das ist ein großes Thema gerade. Genau. Weißt du, wer die ersten waren, die mit Gender Identity angefangen haben, Bruder? Kanaken. Ja. Geh doch mal nach NRW und frag einen Kanaken, Bruder. Da so vorm Arbeitsamt, frag ihn, als was identifizierst du dich? Als Mann oder als Frau? Als Löwe. Trans-Animal. Du fragst den Nächsten, was bist du? Ein Adler. Ja, weil genau ein Adler nicht mit Tauben fliegt. Ja, genau. So. Und die zwängen anderen noch Genders auf. Ja, genau. Was ist er? Ist ein guter Junge? Er ist ein Hund. Ja, genau. Ist ein Hund. Und dann posten die diese Zitate. Ein Adler fliegt nicht mit Tauben, aber so vier Rechtschreibfehler in einem Satz. Oder ein Alter. Ja. Ein Alter fliegt Tauben nicht mit Tauben. Tauben mit P. So. Was seid ihr für Rechtschreib-Nazis? Ja, wir sind, ja klar. Bildung ist wichtig. Ihr greift mich aber auch an. Ja, dich lieben wir. Du bist wie so unser behinderter Bruder.
Ich liebe ihn. Geil. Oh aber guck mal. Boah, nimmst du nicht ernst? Dann 62 Bruder. Zähne an, oder? Bruder, mit dem Behinderten. Wenn jemand sagt, Nisa, wie kannst du dich über Behinderte los? Der ist doch selber behindert. Oder 62 Zähne. Mal, ich und die Milchzähne sind noch nicht da, die kommen noch bei dem. Ich distanziere mich von jeder Aussage, wie jeder eigentlich. Der sieht aus wie so ein Steinway-Klavier, Alter. Steinway, stark. Ey, ja, stark. Stark. Aber guck, ab und zu haut er einen raus. Ja, Schein ist stark. Ja. Keiner kann sich mit dem Mann legen. Ey, du musst fragen, woher ich das weiß. Woher weißt du das? Von dem Film Green Book. Ah, okay, weil der da auf so einem Steinway spielt. Schein ist ein intellektueller Mensch. Der geht doch auch so nachts so zu Weinproben. Hört sich so die Oper an. Ja. Guck mal, mein Vater war doch hier unten. Hm. Hast du nicht gesehen, dass mein Vater zu ihm Abi sagt? Und der trägt Mickey Mouse Shirt. Das ist so asozial. Der ist älter als mein Vater. Guck mal, dann diese Mickey Mouse Shirt. Guck mal, das ist Disrespect. Ich sag ja so Sachen, die so lustig sind, aber du verletzt mich. Warum? Doch. Das stimmt nicht. Guck mal. Dich verletzt nichts. Du bist eiskalt. I got this icebox in heart used to be. Guck mal, Musa. Die Sache mit, unabhängig von den Labels, ja. Woher kommt, denkst du, diese Einstellung von Menschen, dass die sich immer auf eine Sache fixieren? Also die sagen ja, der war so, der hat 2012 das gesagt und jetzt kannst du nur das sein. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel heute sagst, ey, ich finde Zuhälter sein nicht cool, dann sagen sie, ey, du hast doch 2012 mit Zuhältern Videos gedreht. Mhm. Heuchler. Ja. Woher kommt diese Einstellung? Also, ich wundere mich immer darüber, weil als ob es so ist, dass ein Mensch sich nicht ändern darf oder eine andere Meinung annehmen kann. Das, oder ein anderes Mindset. Ja, genau. Ja, das Problem das Problem ist, wenn jemand jetzt innerhalb von einem Interview sich zweimal komplett widerspricht, Bruder. So, ne? Was sehr viele Rapper auch machen. Dann ist es klar, dass man sagt, ey, der ist ein Heuchler, das ist Doppelmoral oder innerhalb von einer kurzen Zeit oder keine Ahnung was. Aber wenn jemand jetzt sich nach Jahren weiterentwickelt, ich habe das Zitat oft gesagt von Muhammad Ali, wer die Welt mit 50 sieht wie mit 20, hat 30 Jahre seines Lebens verschwendet. Und das ist das beste Zitat davon. Yeah. Das heißt, es ist normal, dass man sich weiterentwickelt, dass man nachdenkt und so weiter. Ne? Ja. Und ich bin auch in keiner Position, dass ich sage, man muss mindestens 6 Monate vergehen lassen, bis man kein Zuhälter mehr sein darf. So kennst du kannst auch vielleicht von heute auf morgen kann etwas passieren und du sagst, ey, das, was ich gemacht habe, war scheiße. Aber dann steh dazu. Und das, was mich stört, ist, dass die meisten noch so wischiwaschi sind. So, kennst du, die hängen so mit so Leuten ab, aber die distanzieren sich auch gleichzeitig davon. Du lebst jetzt in Dubai? Genau. Also offiziell, du lebst da? Genau. Wie ist es so? Wie lange lebst du schon da? Darf man das wissen? Ja, 6 Monate jetzt. Sechs ungefähr. Monate. Du sagst, du hast schon mal so ein gewisses Gespür, wo der Alltag eintrifft. Ja. Wie ist es? Entspannt. Weil wir kennen es ja nur von 2 Wochen... das Land sehen, schwimmen gehen, also bei ihm nur Zwiebelringe und Hotel... Weil er nicht rausgeht. KFC, sowas, Buckets. Geil. Der geht ja nicht raus, ist nur Calamaris und Zwiebelringe. Aber Calamaris sind geil. Oder nicht? Wie ist der Calamaris Alltag da? Ist stark, ja. Guck mal, man kann nicht sagen, das ist der Dubai-Alltag. So, weißt du, was ich meine? Es gibt ja ganz verschiedene Leute dort, die ganz verschiedene Sachen machen. Bei mir ist es entspannt, wo ich wach auf, ich gehe an den Pool, ich mache meinen Sport, ich mache meine Sachen, erledige meine Sachen. Das ist eigentlich alles. So, was mir an Dubai gefallen hat, war, dass ich zum ersten Mal nicht das Gefühl hatte, vorverurteilt zu werden. Das ist das Krasse an der Sache. Ja, guck mal, wir werden hier von klein auf programmiert, dass wir einfach dümmer sind als die, dass wir kriminell sind, dass unser Bart mit Terrorismus assoziiert wird, dass wir in Diskotheken nicht reinkommen, dass wir aufpassen müssen, wie wir uns anziehen, dass wir extra freundlich reden müssen bei einem Bewerbungsgespräch, dass Leute unseren Namen nicht aussprechen können. Und das wird uns ja von klein auf in unserem Kopf programmiert, dass irgendwann für uns selbstverständlich ist. So. Und das habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich bin das erste Mal mit 33 oder so nach Dubai, um Urlaub zu machen, wo wir uns gesehen haben. Und Bruder, ich komme an diesem Flughafen an, der Typ sagt, Salamu alaikum, sag alaikum salam, er sagt your name, ich sag Musa, er sagt Mashallah. Bis zu diesem Zeitpunkt, 33 Jahre, war mein Name Musa, wie heißt du, Musat, Musan, dann war Musa, Loser, dann war so, weißt du, was ich meine, so dieser Kanackenname die ganze Zeit, das war das erste Mal, dass jemand zu mir sagt, Mashallah, beautiful name. Ich denke mir, krass, Alter, und das ist einer, der deinen Pass kontrolliert, so, ne?
Ich gehe dorthin, irgendwann, ich habe Bock, meine Firma zu gründen und alles. Ich sitze bei einem Typ von der Behörde, Bruder. Und ich sitze so, ja, ich habe so alle meine Sachen hingelegt. Warum? Wir sind es gewohnt hier, wie wir von den Behörden behandelt werden, Bruder. Du gehst irgendwo hin, die reden mit dir herabwertend, ja, die glauben dir nicht, dass du überhaupt denkst, dass, ja. Also und ich sitze so da. Ja, mit dir nicht, weil du 7 Firmen hast, Bruder. Du nein, schon ich, ich mache ja auf Deutsch. Einen guten Tag. Also ja, genau. So, bei dir ja, aber es ist halt, du bist programmiert. So, er ist programmiert. So reden, du, er so muss sich verstellen, ja, damit er akzeptiert wird von den Beamten dort, Bruder. Ja, das aber stimmt. Das ist das erste Mal, dass er es merkt. Ich bin ganz schockiert. Stimmt. Ja, das stimmt. Okay, jetzt ja. Das ist immer lustig. Nein, Bruder. Das, ja, lustig das, ist trotzdem. Lustig ich mag ist es aber so. Und vor allem für den Deutschen ist es lustig, dass du dich so benimmst wie er, damit er dich mag, Bruder. Du stufst dich runter. So, ich sitze bei diesem Typ von der Behörde. Ich bin aufgeregt. Mann. Ich habe meine Ordner dabei. Das kann ich assoziieren. Ich sitze da. Er sagt zu mir, Brother, are you nervous? Er sagt zu mir, Brother, erstmal. Das war schon so. Ich sage, Brother, are you nervous? Ich so, no, everything's good und so. Er sagt, ah, okay. Er sagt, how old are you? Ich sage, yeah, 34. Er sagt, mashallah, do you have children? Ich sage, no, sir. Er sagt, inshallah, soon, brother, I pray for you. Ein Typ von der Behörde, Bruder, ich hatte glasige Augen in dem Moment. So, ja, so, weil du ein Bitch bist. Ja, Bruder, so bitchig es klingt, danke, ist nicht, Bruder, absolut kein Tarot, ne? So, so krass es klingt, Bruder, ein einfaches, nettes Entgegenkommen von einem von der Behörde war für mich so besonders, dass es mich im Herzen getroffen hat. Ja klar, weil die anständig sind. Aber warum, Bruder? Warum muss es für uns so sein, dass wir mit 34 eine nette Geste als besonders empfinden von jemandem, von irgendeiner Behörde? Ich bin dort beim Arzt, ich habe irgendwas zu klären. Der Arzt, der mich nicht kennt, er sagt, Brother, take my number, call me when you need something, so und so und so. Monate später schreibe ich ihm bei WhatsApp, er sagt, Salamu alaikum, Brother, I remember you, so, so, so. Er schickt mir Sachen rüber. Frag hier mal deinen Arzt, wo du zu dem du seit 10 Jahren gehst. Ja, kann ich mal ihre Nummer haben? So, ich kann ihm bei WhatsApp vielleicht mal eine Frage stellen. Oh nee, das ist meine Privatsphäre. Ja, will ich hier nicht mehr. Und jetzt stell dir vor, du hast Kinder, Bruder. Unsere Eltern sind hierher gekommen und versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar. Deutschland hat viel für uns getan, für unsere Eltern getan. Die sind vor Krieg geflohen, weißt du, vor allem drum und dran. Bei euch halt. Ja, genau. Den Schwimmwettbewerb. So, haben die Schwimmwettbewerb auf dem Bananenboot. Auf so, Meer genau, Basis. Auf Meer, so mäßig. Mehr so Basis. Mäßig. Die haben Glück gehabt, die wussten nicht wohin. So, die sagen so. Das ist so absurd. So, die sind einfach mit ihrem Diebesgut. Nee, die Wahrheit ist nie aus. Das Geile, er beschwert sich über den Rassismus und das Rassismus. Bruder, bei dem bitte. Auf jeden Fall. Deswegen kann er doch kein Salz essen, das ist nicht aufgefallen. Ja, Bruder. Der Salz nie nach. Das ist doch als Kind in Erinnerung, dieses Salzwasser. Dieses Geruch von Salzwasser. Ja, Bruder. Und deswegen ist auch immer seine Nase zu, wie du in ein Meter Becken springst. Guck. Weil da einmal als Kind in Salzwasser gegangen ist, ist nie wieder weggegangen. Ey. Und, das ist so asozial, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du bist Deutscher, dankbar. Wir sind dankbar, unsere, ja, alles gut. Ja, du willst aber, mit Araber jetzt rummachen oder irgendwas. Aber psychisch gesehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein kleines Kind habe, würde ich mir wünschen, dass es irgendwo aufwächst, wo es nicht vorverurteilt wird, Bruder. Weil das nochmal zu sehen bei meinem Kind, wieder und wieder. Und die Kanaken sind ja auch schuld daran, Bruder. Ja, damals sind die Leute zum Islam konvertiert anhand des Benehmens der Muslime. Die haben die Muslime gesehen, so wie die sich benommen haben, was für ein Benehmen die hatten, nicht so wie bei dir. Und haben gesagt, guck mal, wir wollen zu dieser Religion konvertieren. Heutzutage musst du den Leuten erklären, das, was Nisa sagt, hat nichts mit dem Islam zu tun, Leute. Das ist geil, bitte. So, ISIS Scheiße, hat nichts mit Islam zu tun. So, Terrorismus wie hat nichts ISIS hat nicht mit Islam zu tun. Ja, und jetzt genau umgekehrt. Jetzt sehen die Leute das Benehmen der Muslime und der Araber und so und hassen den Islam. Genau, jetzt musst du sagen, jetzt, nein, nicht zu Recht, die hassen den Islam, sondern zu Recht. Zu Recht fühlen die sich dann abgeschreckt davon. Ja, so, weil das der Islam ist, ja, ist etwas Wunderschönes, ja, Bruder. Das meine ich doch. Diese Kanaken sind einfach Abschaum. Ja. Und das ist das Problem, Bruder. Ja. Der sieht einfach aus wie Vanilleeis. Warum? Ey, warum greifst du mich an heute die ganze Zeit? Ja, ich finde das lustig. Du bist heute ganz komisch drauf. Bruder, du siehst aus wie Tubbs von Miami Vice, Alter. Mit den Klamotten. Ja, Mann. Findest du mich nicht stylisch heute? Du hast dich richtig gut angezogen. Ja, Bruder, heirate ihn doch, Alter. Guck mal, warum ist er so eifersüchtig aber? Ja, der kann er redet vom Bitch und so weiter, er ist richtig, ja, eifersüchtig. Ich mach dir ein Kompliment, er springt so von der Seite. Seit Rest in Peace DMX gestorben ist, ist der komisch geworden mit Rough Riders und so. Ja, Bruder, was? Ey, warte mal. The stop, drop, anyway drums. Oh, oh, es war Rough Riders, oh. Das ist das Asozialste, was hier einer mit mir gemacht hat. Bruder.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn aber ich mir vorstelle, vermisst du Deutschland nicht? Doch, Bruder, natürlich. Aber sind wir jetzt mal ehrlich. Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Denkst du, du wärst umgezogen, wenn du nicht unzufrieden mit deiner Außenwahrnehmung und mit deiner Situation generell bist, weil du hast Stress Bruder, mit Rappern, du hast Stress mit Straßenleuten. Das heißt, es ist nicht einfach, du zu sein. Aber ich muss ehrlich sagen, Bruder. Ich glaube, dass das sehr viel mit einfließt. Ich muss auch ehrlich sein, Bruder. Dieses, ich habe Stress. Ich schwör's dir, ich wurde noch nie von irgendjemand angerufen und bedroht. Ich habe noch nie so Nachricht gekriegt, ey, komm her, wir werden dich töten. Außer von irgendwelchen so 14-jährigen Instagram-Spinnern und so. Das wird auch alles immer überspitzt dargestellt. Ja, aber du musst ja trotzdem aufpassen, wo du hingehst. Natürlich, ich muss aufpassen, so. Ja. Das ist ja auch logisch. Ne? Ich bin auch nie jemand, der sich nichts gefallen lässt. Und dann bist du schnell in einer Situation, wo es eskalieren kann. Ja. Aber es hat viele Gründe gehabt, Bruder. Auch steuerliche Gründe hat es gehabt. Also Deutschland als Selbstständiger, du weißt das, er nicht. Ne? So. Das für ihn, das ist so ein Paradies hier, natürlich als Schmarotzer, Bruder, so sein Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber als jemand, der Steuern zahlt, Bruder, können wir uns beide unterhalten. So, es war sehr hart. Er ist richtig verletzt gestern. Ja. Er ist richtig verletzt. Bruder, der macht doch in meinen Rechnung Kleinunternehmen der Regelung. Ja, Bruder, auch das ist ein Faktor. Der verdient mehr als ich, der tut nur so. Der kaschiert das gut mit seiner 6 Euro eBay-Uhr. 6 Euro eBay-Uhr. Doch, doch. Ja, und das ist auch ein Faktor natürlich. Steuerlich als Selbstständiger hast du es hier sehr schwer, Bruder. Okay, der ist ein schlauer Typ. Ja, also er tut so. Einnahmen so. Mhm. Einnahmen so. Mhm. Ausgaben so. Mhm. Ausgaben bleibt so. Wer hat mehr? Wenn deine Einnahmen, ich habe so viele Einnahmen zum Beispiel. Ja, er aber meine hat dann mehr natürlich, er doch nicht zahlen, Bruder. Er geht klauen und so, Bruder. Was redest du? Bruder, er hat doch kein Taro. Dieser klaut im H&M-T-Shirt. Normal, Bruder. Was für H&M, Bruder? Er klaut Schuhe vor der Moschee, Bruder. Was für H&M, Bruder? Das ja auch, ey, geil. Wenn der sieht im Supermarkt, es gibt was umsonst, er verkleidet sich so immer, kennst du so. Warum redest du nur so mit meinem Bruder? Guck mal, jetzt geht's los. Ja, das ist stark, so korrekt, was du machst. Stark. Irgendwann hat's Grenzen. Stark. Ja, Bruder, und deswegen, steuerliche Gründe hat das auch. Ey, Risa, könntest du noch bitte ein Wasser haben? Okay, denkst du. Nimm das Wasser, Bruder. Das ist meins. Ich hab das gar nicht geöffnet. Willst du nicht noch weiter trinken? Nein, ich verliere zwar sehr viel Wasser, aber nein. Komm, ich hab schon. Guck mal, es ist auch für mich jetzt nachvollziehbar, dass du ins Businessgeschäft in Dubai gestiegen bist, weil du bist ein sehr guter Verhandler. Oh mein Gott, Bruder. Du hast jetzt ein Business in Dubai? So ein bisschen. Ja, ich habe jetzt nicht mitbekommen. Ja. Darf man darüber reden oder nicht? Also, du vermittelst ja auch Leute oder nicht? Auch. Also ich rede jetzt davon, weil du es ja in deine Instagram-Stories postest. Genau. Wer ein Business in Dubai machen will oder so, ich will mir melden. Das ist eine Sache, ach so, genau, kann man wo zu wir Kontakte kommen. Haben, genau, aber, für aber Firmengründung. Aber was genau, das kannst du ja hier erzählen. Dann kommen wir jetzt die richtigen Leute. Ein guter Freund von mir hat einfach eine Agentur, die führende Agentur für Freezone-Firmengründung, für Leute, die in der Freihandelszone eine Firma gründen wollen und vom jeglichen Steuergesetz der Welt befreit sind einfach. Aber ist es die richtige Einstellung zu sagen, ich gründe da eine Firma nur, damit ich keine Steuern zahle? Ja, es kommt ja drauf an, was für ein Business du machst, wenn du nicht ortsgebunden bist, klar. Okay. Ja, erzähl mal was Schönes. Was ist dir so Schönes passiert letzte Zeit? Außer, dass du mich kennengelernt hast. Das ist das Einzige, Bruder. Das Einzige. Ich war gestern auf deinem Auftritt. Und, wie war's? Die sehr alte schön, Leier, wie Bruder. Immer. Nein, sehr schön. Ja? Deswegen an die Leute auch, besuch Nisas Live-Show. Solange war wirklich es noch sehr gibt. Krass. Ja, er ist wirklich einer der wenigen, solange er noch in Freiheit ist, Bruder. Ja. Free Deezer. Ey, der hat auch sehr asoziale Sachen auf der Bühne gesagt, die ich hier nicht wiederholen kann, Bruder. Ja, besser er nicht. Er hat absolut kein Tarot gehabt. Ich habe gerade hier zwei Kooperationen, ich schwamm mit dem. Nachdem er gesagt hat, ich komme zu ISIS und so weiter. Guck mal, meine Kooperation läuft ja so. Die schreiben mir eine E-Mail, das sind gerade, wenn die eine E-Mail schreiben, ich mache immer so, oh, danke. So, wenn ich schreibe, so, ey, habt ihr Lust und so, ja, sehr gerne. Voll gerne, schick mal die Insights, ich schick, boah, super Streaming-Zahlen, boah, krass. Ihr habt ja fast über 9 Zuhörer. Über eine halbe Million Zuhörer im Monat. Schön. Wir sind jetzt bei 700.000 im Monat. Echt? Ja. Niemals. Doch. Wir haben keine 700.000 Zuhörer im Monat. Doch, insgesamt im Monat verteilt. Mega. Stream echt jetzt? Ja. Ey, wir sind ja echt krass. So, ja, ich denke immer, wir sind Penner. Ja, warte, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, super, alles, boah, Insights geil. Ja, okay,
dann schreibe ich, weil ich das schon kenne, ich schicke euch mal eine Beispielsfolge. So eine Beispielfolge. Dann nimmt extra eine. Oh, extra, wo ganz lieb alles nett ist. Wir reden so, ey. Und dann kommt so 3-4 Tage später, ja, wir haben jetzt ein paar Folgen mal reingeschaut. Dein Partner Nizar, der ist mega sympathisch, sehr nett, aber unsere Kunden, ich weiß nicht. Ja. Dann geht er lieber und macht Casino-Streams. Ja, muss ich. Ich muss ja irgendwie überleben. Der arme Bruder. Bruder, ich werde... Hast du nicht gesehen, wie ich muss diesen Weg zur Hölle nehmen, weil mein Partner nicht sagt, ich mache vegane Werbung. So. Machst du keine vegane Werbung, Bruder? Ey, das ist so asozial. Der arme Bruder, ja. Der arme. Nein, Charles. Der lässt sich so vom Besoffenen ich bin umschicken Jassik. Und so. Man, ja, Mann, ja. Er hat auch noch so Anzug angezogen in diesem Casino-Spiel. Ich habe diese Ausschnitte gesehen. Er so, hi, Montana Black, wie geht's dir? So, run me away, ja. Verliere Geld. Bruder, der Arme. Ja, das war sehr hart, Bruder. Alles wegen ihm. Du hast absolut kein Tarot, Bruder. Absolut. Aber der Podcast ist schon ein geiles Projekt. Ja, schön. Ja, Bruder, die Wette das ist echt, steht. Weißt du, ich habe Fehler gemacht, GbR angemeldet, ich Idiot. Ich dachte, wir verdienen Geld hier. Ich muss das als e.V. anmelden, einfach nur so ein Verein, so Gemeinschaft, so ehrenamtlich ist das hier alles. Ja. Hatte der du warst erstmal auf einer deutschen Comedy-Show, ne? Mhm. Das ist auch gut gelacht. Ja. Wie kannst du sagen, dass er gut war, wenn du die anderen noch nicht gesehen hast? Nein, ich habe viele auf YouTube und so weiter gesehen. Stark. Ich habe nicht gesagt, er ist ein guter Live-Act, ich habe gesagt, er ist ein guter Stand-Up-Comedian. Okay, so. Sehr gut. Ja, weil die zweite Hälfte seiner Show, Bruder, war sehr improvisiert auf jeden Fall. Ja, das ist immer so. Aber ja, geil. Ja, war stark. Mhm. Das war schon gut. Und das Publikum, das man dort gesehen hat, weil du übertreibst ja oft. Findest du? So, ja, ja, Bruder, das weißt du schon selber. So, mit Ethnien, mit Ländern. Aber mit ich mach das auf sympathische Art. Genau. Und Bruder, genau. Er hat über Frauen geredet, ne? Wo ich mir schon gedacht habe, boah, das ist hart. Und die Frauen, ich habe darauf geachtet, haben sich kaputt gelacht. Du hast über bestimmte Ethnien geredet, die haben gelacht. Das heißt, du hast so schöne Fans. Aber was Fans. Für Frauen sind das? Hm? Ja. Die sich über sich lachen. Das ist wichtig. Was für Frauen sind das? Ja, das sind intelligente Frauen, Bruder. Das wollte ich hören. Das ist für ihn wahrscheinlich ein Widerspruch in sich, ein Oxymoron, Bruder. Ja. Aber das, ja, sind intelligente Frauen, Männer, schöne Leute. Deswegen Grüße auch an die Panisa-Fans. Die Panisa. Ja, so. Er hat das einfach so gesagt. Die Panisa-Fans. Oh Mann. Nein, aber das mit dem Podcast machen wir. Ist das geil? Das mit dem Podcast machen wir, die Wette steht. Ja. Du kannst jede Frage stellen. Ja, und wir gehen ausführlich ins Detail. Was mit Musik? Warte, bevor wir zur Musik kommen, das war in Karlsruhe, wo du warst, ne? Genau. Ich möchte mich ganz besonders bei zwei Leuten bedanken. Gestern war jemand da, der mit seiner guten Freundin da war. Der hat mir ein Method Man Shirt geschenkt. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Mhm. Ja, weil du der Einzige bist, der Method Man hört. Ja, und? Ja. Aber ich habe mich darüber gefreut. Macht er für irgendwelche Produkte umsonst Werbung, weil jemand geschenkt hat. Aber wo wir Geld kriegen, macht er nicht. Ja, aber Method Man. Sie kennen Method Man oder wie der heißt, Alter. Was könnt ihr mir kaufen? Ey, und gestern waren zwei 15-jährige Mädchen da. Mhm. Boah. Ich sag nichts Schlimmes, jetzt ernst. Ne? Warum sagst du ihr Alter? Warum sagst du zwei junge Teenager? Warte, lass mich doch aussprechen. Mhm. So. Die sehr, 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 sehr lieb waren. Ich habe mich sehr gefreut, dass er. Und die sind riesen Podcast-Fans von dir. Deswegen liebe Grüße. Liebe Grüße, ey, ich kann nicht mal was Normales sagen, ohne dass sie denkt, ich sag was Schlimmes. Das ist richtig asozial. Ihr seid die Schlimmen. Weil ihr projiziert diese Gags in meinen Kopf. Okay, die waren nicht 15. Ey, sein Gesicht, Bruder, ne? Man sieht dieses Leid, das er auf diese sich genommen Zahl hat. Diese Zahl hatte nichts mit dieser Geschichte zu tun. Nichts. Einfach nichts. Okay. Nein, warte, zu seiner Verteidigung. Und danke. Zu seiner Verteidigung. Er hat im Publikum gefragt, wie alt seid ihr alle? Und dann hat er auf die Mädchen gezeigt und die haben gesagt, wir sind 15. Hat er gesagt, oh, zu alt für mich. Und dann hat er gesagt, nein, Spaß. Und dann haben die halt gesagt, wir sind deine größten Fans. Ja, so. Und das war das Süße an dieser Geschichte. Ja, die waren sehr süß. Ja, nee. Wie die sich auch verhalten haben. Die sind 15, aber die sind so Fans von mir. Schöne Grüße an Gina. Ich hoffe, du bist heute in die Schule gegangen. Geh bitte auch studieren. Mach was aus deinem Leben und dann deine Freundin, die dabei war. Gina und ihre Freundin, ich grüße euch vom Herzen. Dankeschön. Egal, welches Alter ihr habt. Ja, es ist irrelevant für uns. Ja, ich habe einen großen Kopf. So. Was ist jetzt mit Musik? Kommt noch was? Dürfen wir mal aktuell bisschen? Nicht. Warum nicht? Ich will, dass du ein paar Rapper disst. Ja, ich weiß, Bruder. Du machst auch sehr viel Fitner. Ja. Sehr viel, Bruder. Findest du es gut, dass ich das mache? Nein. Aber warum? Ich will, dass er ein paar Rapper angreift. So Hip-Hop. Ja, aber du, so Beef. Guck mal, das ist genau so. Du willst Hip-Hop zurückholen durch Animus.
So, was, wie soll das gehen mit einem Rapper? Ich hab gar nicht gemerkt. Das war sehr verletzend. Das hab ich gar nicht so gemeint. Ja. Nein. Komischerweise meinst du nie was so. Nein, ich meinte so, dass ein Rapper Animus und du versuchst durch auf seinen Rücken Hip-Hop wieder zu erwecken. Wie soll das gehen alleine? Genau. Das versuche ich, Wie soll das gehen? Du musst doch die Elite dann wiederholen. Ja, mach ich. Alle müssen dann so Kollabo machen. Ja. So, oder vielleicht dann, du musst das System ändern. Genau. Dass nur noch jede 6 Millionen Klicks goldene Platte gibt oder so. Ja. Aber du kannst ja nicht durch einen Rapper auf seinen Rücken versuchen, Hip-Hop wieder zu holen. Ja, aber du bringst wieder dieses geilen Style rein, dass man geil rappen muss. Ich glaube, dass auch die Hälfte deiner Karriere diese Probleme durch ihn kam wahrscheinlich. Weil er immer in dein Ohr geflüstert hat, ey Bruder, jetzt mach mal so eine geile Rap-Line. Und du schreibst und willst eigentlich was Nettes schreiben, weil in deinen Insta-Stories, wenn du ohne ihn bist und so, wie viel positive Vibes verteilst du da? Nur, Bruder. Das Liebe, Frieden. Ja. Er sagt jedes Mal, lutsch doch härter, heirate ihn doch, ich kann nichts Nettes posten. Aber meinst du das wirklich ernst? Was denn? So dieses, ey. Nein, er versucht doch Likes abzugreifen. Was denn? Ich also was genau von allem? Weil wir müssen den Teil echt ignorieren gerade mal. Lass uns zusammen reden. Ja, so. Ich sehe ja immer deine Insta-Stories. Ja. Ne? Und ich kenne dich ja mittlerweile und du schreibst immer so sehr nette Sachen. Du sagst, ey, guck mal, ich möchte auch nicht mehr. Genau. Irgendwann ist ja auch vorbei, man hat ja keine Lust mehr. Genau. Was der dir schreibt, das ist mir klar. Ja. Das ist mir klar. Das macht er auch bei mir. Doch, lutsch doch. So halt, genau. Ich poste irgendwas, sagt er so, du hast deinen Bruder noch nie so unterstützt. Ja, genau. Dann dies, ja, heirate doch. Ich darf niemanden markieren, ohne dass der beleidigt wird. Deswegen mein, auch, dass meine Karriere so langsam vorangeht, ist eher so ein Teil, weil ich Angst habe und mich schäme. So, ich schäme mich Angst, weil der hört ja nicht auf. Und wenn du den auf Instagram ignorierst, dann fängt er bei WhatsApp an. Er ist auch so ein Stalker eigentlich, Bruder. Ich würde gerne nach Afrika gehen und dort helfen, Bruder. Hättet ihr Bock, sowas zu machen? Also richtig Hand anzulegen. Danke. Mit einer Organisation, soll sich eine Organisation melden. Hand anlegen meint er was anderes. Ja. Stark. Mit was, so eine EV? Ja, Bruder, irgendjemand, wo das Geld, wo das Geld wirklich ankommt. Wir machen eine GoFundMe-Seite, wo die Leute auch spenden können. Ja, wir gehen wir so fliegen da wirklich hin, Brunnen bauen, Waisenhäuser bauen, weil es gibt wirklich Leute, die Hilfe brauchen. Und zum Beispiel Tansania oder so ist nicht so weit weg von Dubai. Ja. Genau. Ja, schön, dass du deinen Weg kürzer gemacht hast. Was mit uns? Was für ein Iraner, Nein, mach doch mal in die Mitte. Nein, ich meinte, ihr kommt zu. Hä, in der Mitte gibt's kein Afrika, Bruder. Zwischen Dubai und Deutschland. Nein, ich meine in Afrika zentral, dass wir so. Oder wir sollen erst nach Dubai und dann dahin. Ja, kommt. Ja. Wir sitzen. Du sag mal, ich bin dabei. Ja, Dubai. Bist du wirklich dabei? Nee, ich bin echt dabei, ja klar. Der muss doch sein Konto ausgleichen. Du bist sowieso dabei, Bruder. Weil ich kann das steuerlich Geld. Das ist so dreckig, Bruder. Ey. Nein, ich bin dabei. King. 100%. Der ist sowieso dabei, Bruder. Ja, der. Ja, der Bruder. Wieder weg. Der macht auf, selber nochmal eine GoFundMe. Er spendet selber vom anderen Laptop von einer Therapieadresse dahin. Oder ihn von dort wieder wegzukriegen, wird das schwierig sein. Aber man muss das auch so, aber wenn dann richtig transparent. Richtig. Dass man sagt, ey, hör mal zu, auch unsere Flüge und Unterkunft zahlen wir extra. Das ist nicht vom Spendengeld genommen. Mhm. Weil es machen ja viele Orgas da, die du spendest, aber du zahlst Wale. Dreht weiter. Okay. Weil die viele machen das ja nicht alle. Du spendest zum Beispiel 100.000, da werden aber erstmal 40.000 Euro die ganzen Kosten abgezogen. Flug, Hotel. Nein, Flüge. Alles wir selber Verpflegung privat. Verpflegung zahlen wir selber. Das Geld, was in den Topf kommt, auch an die Leute hier. Vielleicht gibt es Leute, die eine Organisation haben. Vielleicht mit uns mitfliegen. Leute. Ja, oder die mitfliegen, Bruder. Scheiß drauf. Hm? Also wenn man wirklich helfen kann und Hand anlegen kann und nicht dieses Ekelhafte, was ich über alles verachte, dieses, ey, wir machen Selfie, wie wir irgendeinem Kind was zu essen geben oder wie wir einen Stein auf den anderen machen. Weißt du, diese Hurensohn-Spendenaktion. Ja. Nein, Bruder, wir machen das ohne zu zeigen. Das heißt, wenn ihr Selbstdarsteller seid, kommt nicht. Ja. Weil Bruder, wir sind gesegnet. Uns ohne Kameras, ohne jeder von uns. Euch geht's gut. Euch beiden. Dir auch. Aber lass das wirklich durchziehen. Nicht so auf Tafnis. Nein, gerne. Weil ihr habt viele vernünftige, intelligente. Guck mal, wenn du den Podcast kennst, wir haben immer alles durchgezogen, was wir hier. Ja, auf jeden Fall, genau. Stark. Die E-Mail ist da. Stark. Die Gäste, die wir einladen wollten, kamen immer. Oh Mann, ey. Aber guck mal, weißt du, ich lade euch bei mir zu Hause ein. Hm. Ihr speist bei mir, übernachtet und dann lässt ihr über meinen Was hast du mir zu essen gegeben, als ich bei dir war, Bruder? Datteln. Ja.
Ja. Mir hat er eine Gefrierpizza gegeben. Und die hat geil geschmeckt. Ja. Ich habe nicht mehr mitgegessen. Ich habe die allein, obwohl ich Hunger hatte. Weißt du, guck mal, was für ein dreckiger Typ, Alter. Doch, die war ein. Der macht mir diese Gefrierpizza und steht ungelogen. Ja. Ich soll heute Abend nicht zu Hause ankommen, wenn das gelogen ist. Nur für den Podcast hier. Ja. Er steht 20 Zentimeter neben mir und guckt mir zu, wie ich das esse. Ja, weil mein Bruder ist. Und dann sage ich, ey Bruder, das ist mir gerade unangenehm. Willst du auch eine? Der so, nein, nein. Ich mach den ersten Biss, sagt er, die sieht aber schon sehr lecker aus. Dann, ich sag, Bruder, hier nimm. Sagt er, nein, ich schwöre, wenn du nicht isst, ich bin sauer und so. Dann esse ich weiter, ich bin bei der Hälfte. Sagt er, guck mal, was ich alles für dich tue, dass ich dir das, obwohl ich Hunger habe, fängt er mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Was? Bei dieser Pizza. Das ist richtig auch. Ey, aber du hast aber Glück, dass du keine Lebensmittelvergiftung hast. Aber guck mal, ist das euer iranischer Anstand, dass ich bei mir, ich teile mit euch mein Bett und dass ihr dann über mein Zimmer lästert? Das ist das. Oder dein Zimmer ist ein Bett. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Ja, die bist doch wie nicht so ein übergroßes Trampolin. Ja, Mann. Einfach nur überall Couch. Aber es gechillt auf diesem Sofa, diese Gespräche dann. Ja, Bruder. Das du bist echt einer der wenigen Leute, bei denen ich überhaupt zu Hause gepennt habe, Bruder. Ey, ich mach das sehr unangenehm. Also für mich ist das sehr unangenehm. Hast du gepennt? Hä? Bruder, ich hab bei ihm gepennt. Ja, Bruder. Beide in Unterhose, so auf dieser Couch oder so. Ehrlich jetzt? Ja. Geil. Hast du dich auch kurz unwohl gefühlt? Wenn so langsam das Licht ausgeht, dann siehst Bruder, du so Spider-Man-Figuren. Und dann so, du bist aber ein erwachsener Mann zu Hause, Bruder, und so. Das Problem ist, ich komme bei ihm an und es erstmal diese. Ich weiß genau, was du meinst. Wüstenluft, die so einen entgegenkommt. Ja. Und da sehe ich diese selbstgemachten Michael Jackson-Platten an der Wand und diese Spider-Man-Köpfe. Ja. Und ich sitze so da und mir wird warm, Bruder. Und du weißt, ich schwitze schnell, die Leute sehen das ja auch, Bruder. Ja, ich bin ein dicker Schwein Typ eben. So, ich schwitze. Und der macht nicht mal ein Fenster auf. Nein, er sagt mir, Bruder, ich mag das so. So, mir wird warm. Ich sitze so da, mir wird immer wärmer. Dann sagt er irgendwann, Bruder, lass mal diese Tarof und so. Wir sind Brüder, diese Schemen, Anstand, zieh dich aus, wenn du willst, mach's dir bequem, Bruder, irgendwann, wir sitzen beide wirklich, wir sitzen beide wirklich in Unterhose da und gucken so Stand-Up-Comedy, nachts um drei, Bruder, bei ihm in der Wohnung. So. Ist er dann einmal aufgestanden, rumgelaufen, hat dir zugeredet, bis du einschliefst? Nein, Bruder, aber es war eigentlich entspannt. Das ist echt ein besonderes. Wir haben viel gelacht. Ja, wir haben viel gelacht. Das ist ja das Schöne. Und es ist sehr sauber bei dir. Ja, der ist hier, Bruder. Ist nicht sauber bei ihm? Der ist schlimmer als eine Hausfrau. Ja, aber das ist gut, Bruder. Der ist sehr sauber, spontan. Sehr sauber. Ich wollte eigentlich ins Hotel gehen. Er hat gesagt, Bruder, wenn du willst, penn bei mir, so. Dann war ich so, boah, ich komme zu ihm jetzt nach Hause, unangekündigt. Er hatte noch nicht die Gelegenheit, kennst du, sauber zu machen. Am Ende kommst du zu Hotel. Bei ihm ist tipptopp, Bruder. Der verlässt das Haus nur. Ja. Also guck mal. Ich habe echt so eine Krankheit. Der hat wirklich eine Krankheit. Ich weiß noch damals, wo wir zusammen gewohnt haben, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, es ging um ein Glas im Waschbecken. Ich bin mir nicht sicher. Wir laufen raus und er sagt zu mir, Schein, hast du das Glas gespült und wieder reingeräumt? Ich so, ich weiß es nicht. Ja, wie weißt du nicht? Hast du es gemacht oder nicht? Ich sag, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er zurückgegangen ist. Ja. Zurück, das Glas gespült hat, trocken gemacht hat und sauber. Und dann ist er erst losgefahren. Aber wovon kommt das? Ich hab so einen Tick. Ich hab so ganz komische Ticks. Erzähl von deinen Ticks, Bruder. Erzähl mal von deinen Ticks. Aber nicht von allen Ticks. Ja, Bruder. Ticks. Nicht von diesen Ticks, Bruder. Von einigen Ticks. Oh mein Gott. Ja. Du musst eigentlich ganz. Hey, fang nicht an, erzähl. Du wolltest deine Geschichte erzählen. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich war ja vor zwei Wochen auf so einem Festival, ne? Und hab gedreht und dann hab ich Savas gesehen, ne? Savas, herzensguter Typ, umarmt mich, sagt, ey, geile Sau, was geht? Grüße an Savas. Schön, dass du da bist. Schöne Grüße. Ja. So, alles richtig geil, richtig geile Harmonie, ne? Ja. Und dann sagt er so, ey, wo ist Nisa? Ich sag, Bruder, du kennst, der so, in dem Moment, wo er gesagt, wo ist Nisa, hat er selber gecheckt, sagt, ja, der passt hier nicht zu dieser Veranstaltung. Der ist sowieso so ein Hip-Hop-Nazi. Ja, Mann. Ey, der hat direkt gemerkt. Ich wollte schon wieder irgendwas sagen, scheiß drauf. Weißt du eigentlich, dass Savas der Erste war, dem ich meine Demo-CD gegeben habe? Nein! Ja, Bruder. Mit 16 Jahren. Wo war das? Wir haben herausgefunden, dass Savas in Heidelberg lebt. So ein Kumpel von mir, Philipp hieß der. Der hat so ein, er war 18, ich war 16. Und er hat halt Auto gehabt, ne? Ich hatte kein Auto. Hm? Ja, ja. Okay. Das ist mein Lebensabschnittspartner. Okay. Warum ist das ein Problem? Ist kein Problem, ich frag dir nur. Ja, kann das sein, Bruder. Ja, ich feier das doch. Chill doch mal, Alter. Krass, Bruder, warum so homophob? Nee. Auf jeden Fall. Wir haben dann herausgefunden, wo Savas lebt. Mit einer Frau, halt dich fest. Oh Gott, so. Was ist das denn für ein Altmodischer Spinner? So.
und sind vor seine Haustür gefahren, Bruder. Ja. Und das ist ja echt so ein richtiger Grundstein für Vertrauen, bei einem fremden Mann nach Hause zu fahren, Bruder, einfach zwei, und so ein Demo-Tape abzugeben. Warte, Bruder, aber warte, es wird schlimmer. Und ich habe diese Demo, es wird schlimmer, Bruder. Er hat gesagt, ich weiß, wo er wohnt. Ich sage, okay, guck mal, ich habe eine Demo-CD gebrannt, so Animus Mixtape habe ich das so genannt. Das ist so eine Rolling einfach. Weißt du noch, was für Tracks da drauf waren? Nein, Bruder. Schade. Ich rede von vor 18 Jahren, Bruder. Ja. So alt, das war so richtig diese... damit schockierst du den nicht. Ja, das stimmt. Vor 36, Giro, 36 Jahren den ersten Chucky gesehen, aber die Originalversion von 1972, da war der ja schon im Kino. Das schockierst du dich, weil du sagst 18 Jahre und das ist so viel. So, zu viel. Vor 18 Jahren war ich bei Wu-Tang Clan Europa-Tour dabei. Das war hart, eine Geschichte zu erzählen. Ja, ja. Man kommt nicht zum Punkt, Bruder. Ja. Ey, und ich sag zu Philipp, ich sag, Bro, guck mal, wir fahren vor die Haustür, ich spring raus, ich werf das in den Briefkasten, ich habe noch meine Handynummer auf die Rolling geschrieben und wenn er Bock hat, ruft er an, wenn nicht, soll er sich nicht melden, alles gut, ich will ihn nicht stören und so. Und Philipp so, ja, ja, klar, so, ich verstehe dich. Und wenn ihr denkt, ihr habt keinen Tarot, Bruder, Philipp hatte keinen Tarot, wir fahren vor diese Haustür. Wir steigen so aus, ich laufe so zu diesem Briefkasten, ich will gerade diese CD reinwerfen, so ein kleiner Animus mit Brille, 60 Kilo, CD reinwerfen, Philipp, mach einfach so. Wow. In dem Moment, Bruder, mein Herz rutscht in meine Hose. Und Philipp lacht so. Was hast du gemacht? Philipp so, wir sind eh hier. Kennst du, er war ja kein Rap-Fan, ihn interessiert das so nicht. So, kein Tarot, so. Ich sag so, Bruder. Wir haben gesagt, wir werfen das nur im Briefkasten. Er sagt, ja und? Ich sag, bist du bescheuert? Das ist cool, Savage, Mann. So, während wir diskutieren, hören wir auf einmal, hallo? Savage? Ich so, Savage? Ja? Philipp guckt mich an, er sagt, sag was. Ich sag, guck mal, ich bin ein Rapper aus Heidelberg. Ich wollte dir nur meine Demo-CD geben und dann bin ich auch wieder weg. Ich will dir keine... Du hörst so, das Ding ist schon so mitten im Reden, ist das so abgebrochen. Ich so, ey Mann, du hast verkackt. Und ich fühle mich so, kennst du, so richtig beschissen. In dem Moment, bruch, Tür geht auf. Boah. Einfach cool Savage, Bruder. Superstar. Er läuft so runter und du merkst, dass er seine Jogginghose gerade zugeht. Kennst du, wenn du zu Hause Unterhose gechillt hast und Postbote klingelt und du ziehst gerade so Jogginghose an? Er läuft so die Treppe runter. Kommt so, yo, alles klar. Ich so, ja, ey, Savage, hier meine Demo-CD. Ich habe da meine Nummer drauf geschrieben. Denk nicht, dass wir jetzt jeden Tag hierher kommen werden oder so. Wenn du dich meldest, cool. Wenn nicht, dann nicht so. Ich will dich auch nicht weiter stören. Er so, ja, okay, alles klar. So, schönen Tag. Wir fahren und eine Woche später oder zwei Wochen später hat er angerufen. Nein! Hat gesagt, ey, ich habe das gehört. Ich feier das. Hast du Bock auf das Ear to the Street Mixtape von Urchandise draufzukommen? Ja, und das war mein erstes Placement auf einer Rap-CD, Bruder. Jawohl. Stark, Alter. Ja. Geile Geschichte. Ja. So macht man Kooperationen und Placements. Ja, das muss man ein bisschen lernen. Ja, aber das zu cool Savage, Bruder. Also wirklich. Aber krasse Aktion. Ja. Bruder, ich habe noch ganz andere Sachen gemacht. Als ich so auch 16, 17 war, war Azad in Mannheim. Kapitol hatte der einen Auftritt gehabt und ich wollte ihm unbedingt meine Demo-CD geben und da bin ich einfach... Auftritt so, oder Auftrag? Auftritt hat er. Habe ich Auftrag gesagt? Nee, ich habe Auftrag verstanden. Achso, nee. Du weißt, Azad hat einen Auftritt... Ja, Bruder, so, kein Tarof. Ja. So, ihr habt beide kein Tarof, aber so. Mannheim Kapitol, ich bin dorthin gegangen und ich klopfe so... War Jace da auch? Erstmal war niemand da, weil ich wusste von meinen Rap-Konzerten, die ich besucht habe, das Soundcheck immer... Ich wusste vom Soundcheck, dass sie immer ein paar Stunden vorher da sind. Und ich klopfe, Typ macht auf, sagt, wer bist du, was willst du hier? Ich sag, ja, ich wollte Azad treffen und so. Azad ist nicht hier, willst du mich verarschen? Boom, macht die Tür wieder zu. Ich so, scheiße. Was passiert? Ich überlege mir, okay, weißt du was, ich gebe mich einfach als Schülerzeitung aus, dass ich einen Termin mit Azad habe. Klopfe nochmal. Typ macht auf, sagt, Junge, du bist ja immer noch hier. Ich so, Moment, ich bin von der Schülerzeitung. Ich habe einen Termin mit Azad wegen Interview und so. Und dann sagt er zu mir, ja, Azad kommt erst in einer halben Stunde. Dann wusste ich, okay. Dann habe ich vor dem Kapitol gewartet, halbe Stunde. Er ist gekommen mit Jace, mit Chaka, mit diesen ganzen Jungs. Da habe ich ihm meine Demo-CD in die Hand gegeben. Kam so. Da was? Weiß er das noch? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß also, nicht. Also, das ist geil. Ja, ja, aber... Hast du so viele Rap-Legenden so getroffen? Ja, wo ich war halt... wirklich Rap-Fan. Es gab damals bei uns in Mannheim so eine Rap
Ikone aus Mannheim, Sprachtod. Ich weiß nicht, ob du ja, Sprachtod klar. kennst. Ja. Genau. Der Schwarze. Genau. Ja. Und damals, Bruder, ich war halt der dreisteste Rapper aus ganz Rhein-Neckar-Gebiet, Bruder. Weil wenn ich gehört habe, Sprachtod ist in dem und dem 360-Grad-Studio yeah. von Torch. Ja. Bruder, ich bin einfach dahin gegangen als 16-jähriger Pisser, hab vom Studio gewartet. Geil. Bis die rausgekommen sind, hab gesagt, ey, lass battlen. Aber ich feier doch dieser Hip-Hop-Traum von damals. Und dann hat so, Junge, so wer bist du? Ich bin Animus, lass rappen. Der so, lass mich in Ruhe mit Animus, so rappen. So, ey, so, ja, ja. Und dann, was passiert? Wir haben zusammen Musik gemacht. Ich Geil. War sein erster Backup und so weiter. Dann bin ich auf was Freestyle-Battles gegangen. Ja, Bruder, Backup, ja. Geil. Ja, das also, sind die Storys. Also, du hast richtig gehasselt. Bruder, 100%. Ich war auf jedem Rap-Contest, den es bei uns gab. Die Leute haben mich gehasst, weil die wussten, wenn Animus kommt, ist das Preisgeld in Gefahr. Kennst du, das war mal, so habe ich mein Geld verdient. Ich wusste, da gibt es 150 Euro Geil, Preisgeld, so da gibt es 100 Euro. Ja, ja, ja. Ich bin überall hingefahren. Und damals war es so, die Veranstalter wollten ja, dass viele Leute kommen. Yeah. Also haben die nicht gesagt, eine Jury entscheidet, weil kein Schwanz interessiert sich für die Jury. Yeah. Die haben gesagt, Publikum entscheidet, wer gewinnt. Das heißt, jeder von denen hat all seinen Freunden Bescheid gesagt, ey, komm dorthin, dann jubelt ihr und wir gewinnen. Und das so, war richtig Freestyle-Battle, ja? Ja, ja. Auf so Beats. Bruder, auf und the wer ist einfach alleine dahin gekommen, Bruder? Ich. So, und ich musste so krass rappen, dass ein Typ, der 50 Freunde dabei hat, trotzdem gegen mich verliert, weil ich das restliche Publikum überzeugen musste, so, weißt du? Das heißt, dieses Competition-Ding, Bruder, war schon immer bei mir drin. Hast du auf diesen Battles auch Rapper getroffen, die man jetzt heute kennt, die bekannt sind, auf diesen Freestyle-Battles? Da war er ja auch. Ja, der war so. Auch in der Freestyle. Ja, aber er war zu weit im Süden, Bruder. Ich war 15, 16 Jahre alt. Ich bin mit der Straßenbahn links, rechts. Für mich war von Heidelberg nach Frankfurt, Bruder, war so ein Riesending. Mhm. Weißt du? Und ich habe ja bei diesem One-on-One-Championship Freestyle-Battle. Ja. Es gab ja so ein deutschlandweites Freestyle-Battle. Ja. Da habe ich in Frankfurt gewonnen. Ja. Also wurde die Nummer 1 für Hessen. Krass, aber das, ich wusste gar nicht, dass du da auch so unterwegs warst. Ja, eine Zeit lang. Ja, ja, eine Zeit lang habe ich das auch gemacht. Dritter in ganz Deutschland sogar? Genau, in ganz Deutschland. Hab dann gegen Schaban verloren. Den kenne ich sogar noch. Kennst du? Ja. Ja, ich habe gegen Schaban, ganz schlimm. Nein. Weil ich bin so am Rappen und ich sage, yo, Schaban und dies und das und so und so. Ja. Und dieser Schaban, du kennst ihn nicht, ne? Musst dir vorstellen. Ich kenne auch schon. Dünner Skater, Türke. Ich sag dir jetzt doch was ganz krasses. Ich kann mich sogar noch an eine Zeile von Schaban erinnern. Bei Mixi Rod Deluxe haben die gezeigt beim Finalbattle. Ja. Und dann sagt er, Schaban ist krass, du machst hier auf Gangster, warst nicht mal Eier am Sack. Der hat das gefreestylt. Ich weiß so ganz genau, und dann haben die gezeigt, wie er das gemacht hat. Oder bei mir war ganz schlimm, weil ich habe gerappt und ich habe mir so überlegt, ich so, ey, yo, Schaban, er lässt jeden an seine Ma ran, bla bla, so irgendwie so rapp ich und das Publikum schon so, krass, so. Und er guckt mich einfach an, der sagt so, das ist Animus und nach meinem Samenerguss hat er einen Darmverschluss. Boah! Ich stehe so da, Mikrofon fällt, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, Battle verloren, ich so, alles klar. Aber so. Also der hat dich richtig zerlegt? Er hat mich rasiert. Und wer war der Zweite, der war gegen Schaban im Finale? Ja, genau, der gegen Schaban im Finale verloren, ich weiß nicht mehr. An Schaban habe ich mich erinnert, weil er ist im Freestyle, Ruhrpott, ist er so eine Legende. Ne, und damals gab es ja viele Rapper, so, die sich im Freestyle einen Namen gemacht haben, aber das war damals mein 400-Euro-Basisjob. Auf Rap-Battles gehen und einfach alles rasieren und hoffen, dass ich dieses Preisgeld oder irgendwelche anderen Sachen... Das war wie so Provisionsarbeit. Ja, Bruder. Ja, und es war Hunger. Gefährlich. Was glaubst du, wie oft ich gejagt wurde damals, Bruder? Von Leuten, die sich... Weil, Bruder, du weißt, wenn es irgendwo Preisgeld gibt, 500 Euro, was denken sich Kanacken natürlich? So wie heutzutage auch. So, die sagen, wir gehen dorthin, wir sagen zu jedem, ey, wenn du jubelst für den, kennst du, wir ficken dich, wir wollen das Preisgeld haben, uns interessiert nicht, wer gewinnt, mein Cousin rappt und dann hast du die Wahl, Bruder, du lässt dich von so einem Kanacken auf der Bühne rasieren oder kann. Ja, der kein Deutsch kann, weil du weißt, seine Leute werden für ihn jubeln oder so, kennst du, so 8-Mile-mäßig, ist so. Ich werde auf die Fresse kriegen, aber ich werde dieses Battle nicht verlieren. Ja, geil, so. geil. Ja, Bruder, es gab Situationen, da habe ich vom Veranstalter mein Geld gekriegt, Bruder, und bin gerannt. Krass. Bis zur Straßenbahnhaltestelle. Ernsthaft, Mannheim Paradeplatz, ich werde es nie vergessen. Ich bin so gerannt und die hinter mir her. So, mit 16, 17 Jahren. Aber geil, vermisst du diese Zeit? Es war schon Style. Also, es ist gut, dass ich diese Zeit durchlebt habe, Bruder, und man braucht das auch. So, und deswegen... Wenn jetzt die Kids heutzutage einen Höhenflug kriegen und durchdrehen, weil die nach einer Woche Fame sind oder sofort einen Hit haben, Bruder, ich glaube nicht, dass das gesund ist für deine charakterliche Entwicklung. Gar nicht. Weil bei mir war es so, Bruder, auf die Bühne gehen, hustlen, jeden respektieren, den DJ respektieren. Kennst du die Writer, die Oldschooler, die Newschooler? Ja. Dann haben dich mal Leute in deinem Dorf gekannt. Von deinem Dorf kannten dich Leute in deiner Stadt. Dann das erste Mal auf dem Contest, weißt du so. Es war eine ganz langsame Entwicklung immer weiter nach oben hin. Und heutzutage hast du einen Hit,
alle kennen dich, du verdienst einen Haufen Geld, du drehst durch. Ja, und du so. Hast gar, und du kannst dich auch gar nicht als Künstler, du kannst gar nicht reinwachsen in diese Rolle genau. als MC. Genau, auch als Mensch nicht, Bruder. So. Hat Savas, nachdem er dich angerufen hat, war das der Grund, warum er dich auch dann bei Feuer über Deutschland eingeladen hat? Ja. Wo du noch diesen gezackten Bart hattest. Ja, und das war der Grund, warum ich richtig verkackt habe, ja. Ja, Mann. Warum warst du da, wenn du jetzt zurückschaust? War das nicht von Steiger, Feuer über Deutschland? Nein. Nee. Nee. Der hat, glaube ich, spätere Teile moderiert. Ja, genau. Wenn du jetzt zurückschaust, findest du, du hast da eine gute Performance abgeliefert? Nein, Bruder. Aber das Krasse dort ist, jeder, der dort schlecht gerappt hat, war am Ende so ein Star. Ja. Casper und ich weiß nicht mehr, ob sogar Materia damals dabei war. Casper, Pillard, so, Pillard, PA, die Leute, Casey, genau. Du. Die waren bei den späteren Teilen. Ich rede vom ersten Teil, Bruder. Ja. So. Und Leute jetzt zum Beispiel wie Greg Pipe, die dort komplett rasiert haben, haben aber dann, oder auch Gear, gegen den ich verloren habe, die haben dann aber auf Songlänge, auf Albumlänge, karrieretechnisch dann nicht mehr so abgerissen. Ja, ne? Ja. Und das fand ich schon krass. Aber das hat mir auch gezeigt, dass Battle Rap eine Sparte ist, MCen ist eine Sparte, Songwriting ist eine Sparte. So, weißt du, deswegen dieses der beste MC insgesamt, Bruder, ist immer schwer zu sagen, weil Rap so viele Facetten hat. Ich denke mal, für die Leute, die sich mit Rap nicht so auskennen, kann man das so ein bisschen vergleichen, dass man sagt, guck mal, es gibt Freestyle-Fußballer, die den Ball so hoch machen können und zirkeln. Genau, und alle fragen sich, warum spielst du nicht bei Real Madrid? Genau. Ja. Danke. Oder und dann gibt es aber dann so Leute wie du, wie Ronaldinho, der das auch kann, aber brutal im Spiel ist. Ja. So, ja. Und davon gab es auch so Rapper, nur dass die Leute das mal verstehen. Genau. Weißt du, das ist ganz normal. Verschiedene Disziplinen und Freestyle ist eine Sache, aber für mich ist das uninteressant. Ist Nisa gut, Freestyle? Der ist auf jeden Fall richtig Dings, Bruder. Ohne Anstand. Ohne Anstand, Bruder, das ist es. Ja, wir können freestylen, wenn du willst. Du 4 Zeilen, ich 4 Zeilen. Ich glaube, ich... Weißt du noch mein Freestyle? Ja, das ist in Dubai? Ja, ey, in gut. Dubai haben wir gut gefreestylt, ja, aber das war, weil keine Kamera nee, er war nicht dabei. Ja, du warst nicht dabei. Es gab eine Situation, auf die ich hier nicht so gut eingehen kann. Und dann musste er so... Oh, war das... Ja. Da habe ich einfach so einen 8-Minuten-Freestyle hingelegt. Und durch... Guck mal, das Problem ist, er muss so im Modus sein. Und dann rappt er durch. Und dann kommt er irgendwann in so ein... Er muss so warm werden. Und dann kommt er irgendwann in so einen Modus, wo er dann geil rappt. Und das macht Bock. Ich freestyle gerne so mit so... Ich habe schon öfter mit so krassen Rappern gefreestylt. Also beste Freestyle, was ihr beide hattet, war damals mit dem Classroom, was wir hier gemacht haben. Das war auch aber stark. Aber im Auto oder hier besser? Nein, hier. Im Auto hat es angefangen, aber dann hier, ich habe ja noch die Videos. Die nein. Sind, ey, sind zu krass. Geil. Können wir uns mal gleich angucken. Ja, geil. Nein, deswegen, Freestyle ist für mich jetzt zu dem Zeitpunkt uninteressant, weil auch mein Anspruch ein anderer ist. Ja, kennst du, wenn ich diese Bars schreibe, ich weiß schon, dass ich da meine Schiene gefunden habe, wo ich mich am wohlsten fühle, so, und ich weiß, dass ich krasser bin, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um nachzudenken. Ja, na, ey, ich bin seit, nein, sorry, ich bin seit 6.30 Uhr wach. Oh, sorry. Seit 6.30 Uhr, guck mal. Ja, oh, guck mal. Ist es... Rappt ein Animus so einfach so, während der zum Pool läuft? Nein, Bruder. Ich hab also diese ganzen Habaks, die ich in der Stadt sehe, die immer so rappen und so, ja, sind behindert. Findest du, bist du zufrieden, wie deine... Guck mal, du hast ja diesen Respekt... Wie er gesagt hat, ob es von Hatern kommt oder von Leuten, die schieben, als Lyriker. Ja. Den hast du ja. Ja, den hast du wirklich. Ja, den hast du ja einwandfrei. So. Wir sind uns einig. Ja, wir sind uns einig. Das erste Mal. So. Bist du zufrieden mit deiner Musikkarriere? Wie deine Absätze deiner Musik, deine Hits, deine. Bist du damit zufrieden oder denkst du. Also bist du damit zufrieden oder wünschst du dir, dass es da jetzt auf ein anderes Level kommt? Bruder. Ich fände es arrogant zu sagen, mehr Leute müssten meine Songs feiern und so weiter. Ich verstehe Künstler nicht, die sagen, ihr habt alle keine Ahnung, ich bringe die krassesten Hits und ihr seid zu dumm, es zu verstehen. Bruder, Musik ist kein Wettrennen. Wenn Usain Bolt unter 9 Sekunden rennt, ist er der Weltmeister und Punkt. Du kannst es messen. Aber Musikgeschmack, Bruder, kann man nicht messen. Und bei mir geht es nur darum, habe ich abgeliefert, so. Bei mir ist halt natürlich der größte Kratzer und gefühlt der einzige Kratzer in meiner Karriere ist halt dieses, ey, er ist von Label zu Label zu Label zu Label gegangen. Ja. So. Aber die Leute kennen ja die Geschichte nicht. Es sind immer nur die anderen, die diese Geschichte erzählt haben und ich war immer der Zurückhaltende, weil, Alhamdulillah, Bruder, bei mir lief immer super. Kennst du, ich habe immer gemerkt, dass eine Hand über mir ist, die mich schützt und die mich immer weiterbringt in meinem Leben. Und jetzt, wo ich an einem Punkt bin, wo ich das alles erledigt habe, will ich in diese Details reingehen, um auch den Leuten, weil ich
ganz ehrlich, ich verübel es den Leuten nicht mal. Weil die kennen ja meine Version gar nicht. Die hören eine Version und sagen, okay, ey, der äußert sich nicht dazu. Und es aber gibt ja dieses stillschweigende Zustimmen. Aber die das werden sie bald, wenn ich dich in deinem Podcast zerstören werde. Bruder, wir werden in die richtigen Details reingehen. Und danach werden wir auch über die Entstehung der Rough Riders reden. Ja, Bruder, das ist geil. Wie das angefangen hat. Das kommt ja alles zurück. So, das ist wichtig. Das kommt alles zurück. Aber guck mal, warte. Aber es ist ja so, dass du, ich glaube, du bist auch der Einzige in Deutschland, jetzt ernsthaft, das sage ich, du hast, habe ich ja schon mal gesagt, du hast für mich diesen Papoose-Status in Deutschland. Was ich damit meine ist, alle sagen, ey, der ist der krasseste Rapper, die größte Aufmerksamkeit haben deine Radio-Freestyles, aber ich würde jetzt so sagen, ohne dich anzuheben, keiner kann so einen Animus-Song nennen. Das heißt, du stehst mehr für Lyrik, die sagen, der ist ein Geiler, als für Songs an sich. Genau. 100%, ja, Bruder. Ja, für mich so wie Papoose, so, genau mich, wie der. Weil keiner mich, kann einen Papoose-Song nennen, aber wenn du die Leute auf Papoose ansprichst, sagen die, ja, der ist aber der krasseste Rapper. Ja, und dann denkst du, guck, wie hat er das geschafft, dass keiner seinen Song nennen wie kann. Wie ändert man das? Bruder, aber muss man das überhaupt ändern, ist die Frage, Bruder. Guck mal, ich weiß, dass ich in einer Sache sehr gut bin. So, das sind Bars. Ja. Wenn es aber um Rap-Songs geht, Songwriting, ist ein Sido für mich zum Beispiel so einer der krassesten in Deutschland. So. Dann bring doch ein Hast du Bars-Album einfach noch raus. Ja, Bruder, aber Hast du Bars als Album theoretisch. Denkst du, es funktioniert? Nein, nur es, so es wäre auch nicht mein Anspruch. Weißt du, ich also, ich würde gerne Animus auf Autotune hören. Das oh Gott. Bruder, es gibt Autotune-Songs von mir, wo ich es mal probiert habe. Ich schick dir die mal rüber. Geil, Bruder, ich würde die mal gerne hören, wie es klingt. Ja, guck mal, sein Herz ja, ist gebrochen. Ja, tu doch nicht Bruder. So, Alter, du feierst viele Autotune-Songs. Ja, man macht doch nicht so. Das machen wir aber hinter der Kamera. Ja. Der ist im Auto, wo du feierst. Er ist doch Two Chains-Fan, Bruder. Ich weiß nicht. Okay, offiziell auch hier vor der Kamera. Ja. Was ist ein besseres Album? Ich hab's schon Obi getweetet. Trice erstes Album? Cheers. Oder The Games Documentary? Ich finde Obi Trice Cheers besser. Ich sage ich dir, warum? Ja. Ich sag dir, warum auch. Weil The Game, das ist ja eigentlich 50s Album. Dankeschön. Und ich sag dir noch was. Aber ist es deswegen mal, ein schlechteres Album? Nee, das ist geil, aber es ist eigentlich von 50. Nee, The Game hat ja nichts gemacht. Aber das heißt, wenn es von Game wäre, wäre es viel krasser als Obi Trice Album? Ja, 100%. Obi Trice ist ein Penner. Danke. Ja, das ist ein Penner. Wie kann man das feiern? So mit Kameras und Bank überfallen und so. 50 war damals der King. Alles, was der angefasst hat, ist so 15 Mal Platin gegangen. Der hatte seine aber Hand, auch nicht alles, warte, Bruder. Der hatte sein. Irgendwann nicht mehr, aber zu der Zeit ja. Der hatte seine Hand über dem Projekt. Aber ich sag dir was. Das, guck mal, dieses Aftermath Shady G-Unit Gerüst. Die waren ja ein Camp. Kontrolliere es, Obi Trice hat dieselben Produzenten. Ja, Dr. aber Dre, das war nicht Mr. krass, Porter, oder? Timbaland, doch, die Songs, die Raps, die Beats, die Features, vertraut mir, ich finde das Cheers-Album von Obi Trice ja, aber besser als der The Game. Der war ein Penner. Nee, da war er nicht, da war er schon auf jeden Fall. Obi Trice, Bruder, ist... Bruder, Documentary von The Game ist eines der besten Rap-Alben aller Zeiten. Guck mal, siehst du? Aber übertreiben ist ja, liegt euch nicht fern, ne? Ey, guck mal, Bruder, er ist so respektlos. Bruder, der geht jetzt er ist allein. Komplett daran vorbei. Das verstehst du, hat mein Vater. Hat man das nicht gesehen? Ich hoffe, das hat man nicht gesehen, Bruder. Hast du Totale von ihm gemacht in dem Moment? Oh mein Gott, Bruder. Ey, das Walla, du bist krank, gell? Du bist ein bisschen krank, sei mal ehrlich. Das wird keiner checken. Ja, mein Vater das direkt wird keiner morgen. Checken? Okay. Mein Vater wird das checken, ja. Ey, krank. Nein, Bruder. Alter. Deswegen, also... Documentary ist ein krasses Album. Ja, ist es. Ist ein super Album. Und Denzel Washington ist ein besserer Schauspieler. Du musst Nisa verstehen. Warte, nein, ich will noch was fragen. Guck mal, du machst so auf elitär und ich bin der Intellekt der Animus. Wie wenn du immer so postest in deinen Stories, ey, in Somalien gibt es nicht genug Trinkwasser, als ob wir das nicht wissen. So, guck mal. Es ist nicht schade. Ich glaube, hat er recht. Nein, weil du immer so auf intellektuell machst, ey, meine Brüder, ich frage mich nicht, ob es hier regnet. Ich frage mich, warum haben die in Afghanistan nichts zu essen? Und so läufst du ja immer. Du übertreibst ja komplett deine Lage, Alter. So, ne? So, guck mal. Und ich kenne dich, ich kenne deine Seele. Ja, du kannst bin nicht, ich ein schlechter Mensch? Nein. Also. Nee, ich mag dich, so übertrieben, du bist ein cooler aber Typ. Aber bin ich ein empathischer Mensch auch? Ja, bist du auch. Okay. Aber was mich stört ist... Sagt da der dich auch Empathie hat. Auch, er ist meine Referenz. Er ist stark. Guck mal, da ich dich kenne, ja, weiß ich, dass du Bloodsport von Van Damme feiere und unterhaltsamer findest als Philadelphia von Tom Hanks und Denzel Washington. Aber dein Bruder, elitäres aber ich hab doch Image nicht. Nein, Bruder. Lässt nicht zu, dass du das zugibst, weil Philadelphia ein Oscar-prämierter Film ist, wo aber Denzel Washington mal, so ein Anwalt das Problem spielt. Ist, bei Debatten neigt ihr ja dazu, Bruder, auszuschweifen und nicht beim Thema zu bleiben. Du weißt schon. Okay, Bruder. Und jetzt sag ich dir etwas. Ey, was so mit Olli? Die Frage? Respektlos. Ey, das war richtig respektlos. Ey,
Guck mal. Unsere Frage war, wer ist der bessere Schauspieler? Wir haben doch nicht gesagt, was ist der bessere Film? Haben wir Filme miteinander verglichen? Nein. Bruder, sag, wer ist der bessere Schauspieler? Ich frage, welche Wandfarbe sollen wir benutzen? Ich muss 6 Wochen ein Referat schreiben, bis der sagt, ja, okay, das nehme ich an. Hast du dich in irgendwas mit eingebracht? Nein. Also, außer hier in diese Chucky-Mörderpuppe und na, das Auto und so. Das habe ich auch ausgesucht. Stark, Bruder. Stark. Ah, King of Queens, beste Serie aller Zeiten. Ja, Mann. Keine Serie, keine was? Neue was? Comedy-Serie kommt ich stimme daran. Euch zu. Nein, du hast gerade... Nein, ich habe so, weil er so bei dir schleimt. 8 Mile, bester Rap-Film. Ganz klar. Okay. Eminem, bester Rapper aller Zeiten. Bester Rapper aller Zeiten. Ja, sag doch Jay-Z, so wie du den immer verteidigst von mir. Warum sagst du jetzt Eminem? Weil Jay-Z ein besserer Songwriter ist. Ach, stimmt. Songwriter. Du bist doch selber gar nicht so auf Songwriting. Ja, okay. Außer dein Rosensong auf TikTok oder was das ist. Er ist nicht ein asozialer Typ. Guck mal. Ey, das, was er hier macht, ist 20% von dem, was ich mir privat anhören muss. Ja, Bruder, der ist doch selber nicht besser. Bruder. Guck mal, was ihr hier macht. Privat, das ist richtig. Schieb nicht Bruder. Das an mich. Ja, ich hab genug gelitten hier schon im Podcast. Das ist so ein bisschen, gib mir mal ein bisschen Freude hier. Okay, warum, Jay-Z ist kein krasserer Songwriter als Eminem. Hat doch, Jay-Z Bruder. Ein Lose Yourself? Ein Sing for the Moment? Bruder, Jay-Z hat sehr viele krasse Songs, Bruder. Jay-Z er hat sehr viele sieht aus wie ein sehr krasse Songs, Bruder. So. Ja, Allah hat ihn so geschaffen. Willst du dich jetzt über Allahs Schöpfung lustig das machen? Das natürlich nicht. Oh, stark. Bruder. Bruder. Weiß doch gar nicht, kann man dich wie so ein Kommentator in den Zoom-Podcast ja, dazuschalten? Aus Dubai. Ja, du kriegst du uns so, ey, und so. Dann höre ich das nur er und er so, oh, ich gehe wieder zurück. So. Ich habe jetzt nochmal eine private Frage. Wie viel Geld hast du? Bruder hat gar kein... Ihr habt absolut kein Tarot. Nein. Aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Nein, wie viel Geld, das okay. frage ich nicht. Ja. Gut. Wie viele Firmen? Nein, das frage ich auch nicht. Ich gucke einfach im Handelsregister. So, guck. So, einfach kannst du in Deutschland ja bei jedem gucken. Ja. Gut, dass ich in Deutschland bin. Sehr gut. Also stimmt, der ist ja weg. Sehr gut. Bei dem letzten Label, wo du warst, ja. hast du ein anderes Gefühl gehabt? Er ist guter Junge. Er ist guter Junge. Wie meinst du anderes Gefühl? Weil du bist ja mehrere Sachen durchlaufen, da hast du 5 Jahre dein eigenes Ding gemacht. Genau. Dachtest du bei Bushido, jetzt wird's anders oder sagst du, ey, das ist für mich rein geschäftlich. Das ist ein Business-Move. Oder dachtest du, aber es ist alles menschlich. Oder dachtest du wieder mal, ey, der ist vielleicht doch mein Bruder. Das ist auch eine längere Geschichte, Bruder. So wie ich ihn kennengelernt habe, war es am Anfang nur, dass ich halt Songs für ihn schreiben sollte, für sein Album. Wir haben uns kennengelernt, ich habe mir die ganze Story angehört. Daraus ist dann entstanden, er hatte mir das Angebot gemacht, ey, hast du nicht Bock, was zusammen zu machen? Ich habe gesagt zu der Zeit, ich habe gar keinen Bock auf Musik, ich will gar nichts machen so, bis er mir ein Angebot gemacht hat. Leute sagen auch, Bushido zieht seine Leute ab oder ist schlecht im Bezahlen und so weiter. Bruder, glaub mir, das stimmt auch nicht. Auf mich bezogen, absolut nicht. So, das heißt, finanziell gesehen habe ich auch nichts zu meckern, Bruder. So. Hat er richtig abgegeben? Es war sehr fair, Bruder. So, weißt du, so. Warum ich habe sehr viel Geld verdient. Warum hast du uns nicht mal zum eingeladen? Eingeladen ja. Ja, ich habe euch doch zum Essen eingeladen, ihr Geier, Bruder, ja, aber, in Dubai. Habt ihr nicht gegessen? Ja, aber das war er kein hat Sachen Idiot, noch in seine Money. Tasche reingestopft, Bruder, ja. zum Mitnehmen. Diese, ja, aber wenn du so ein ich wusste ja nicht, dass so ein Batzen gekommen ist. Ja, so ja. ein Batzen ist auch nicht gekommen, aber ein sehr guter Batzen. Doch, doch, so, kam. Ein guter Batzen. So. Und ja, Bruder, daraus ist eine Freundschaft entstanden. Dann wurde daraus dieses Geschäft. Und im Laufe des Geschäfts und so weiter sind wir auch als Freunde zusammengewachsen. Und ganz ehrlich, Bruder, die Leute denken auch, dass jetzt ein Bushido gesagt hat, ey, du musst den dissen oder du musst ein Statement machen oder du musst dich da einsetzen. Na, Bruder, ich würde das für jeden von euch genauso machen. Jeder, der mein Freund ist, wenn ich merke, etwas geht zu weit und egal was für ein Problem die Leute mit Bushido haben, lass seine Familie daraus, Bruder. Die Kinder haben euch nichts getan. Was erwähnt dir die Kinder das? Als ob du Streit mit jemandem auf der Straße hast, einer ist mit dem Kinderwagen und du trittst gegen den Kinderwagen, weil du dich mit dem Mann nicht messen kannst. Nice. Lass die Kinder in Ruhe. Und das sag ich, der so... Ja, du hast sowieso keinen Tarof, Bruder, aber sogar ja, da aber bei ihm muss man auch Grenze. Sagen, der ist ja so groß wie das Kind. Ja, das wäre schon fair. Hinein, ja, eins gegen eins ist ja. anders bei dem. Das ist asozial. So. Das wäre ja nur 1 gegen 1, wäre nicht schlimm. Ja, Bruder, und deswegen alle Sachen, wo ich mich eingesetzt habe, hatte ich selber das Gefühl gehabt, ey, Bro, das geht einfach zu weit. Und damals, ich war ja auf der anderen Seite, Bruder, wir hatten ja Beef mit Bushido und wir haben uns über Bushido lustig gemacht, dass er der Hund von irgendwelchen Arabern ist, Bruder. Das war ja unser ganzes Ding. Haha, er hat nichts zu melden, die sagen ihm, was er tun soll, die unterdrücken ihn. Hast du dich geschämt, als du ihn erstmal gesehen hast? Nein, Bruder. Warum nicht? Das war aber unkorrekt. Weil er kein Charme hat.
Boah. Das ist richtig asozial, Bruder. Das ist richtig asozial. Nein, Bruder, die Sache war ja, er hat mich ja oft in der Öffentlichkeit gedisst und seine Scherze gemacht, hat sich dann öffentlich entschuldigt, ich habe die Entschuldigung angenommen und erst ein Jahr später haben wir uns gesehen oder sogar noch später. Okay. Und dann hat er auch gesagt, ey, ich will mich nochmal persönlich bei dir entschuldigen. Habe ich gesagt, ey, hast du ihn direkt geheiratet? Komm, Bruder. Man versucht zu einer sein. Wird diese Podcast-Folge mit uns beiden genauso werden, Bruder? Nee, dann doch schon. Aber ich habe okay. eine Frage. Ja. Aber ich, es ist ja. Okay. Ich bin ja so ein Typ, ich habe ja mit niemandem Stress. Warum lachst du? Und ich bin ein Typ, der immer nett ist und nie beleidigt ja, oder sowas. Genau. Ja. Der auch nicht eingeschnappt ist. So, ja. Es gab ja dann schon mal ein, zwei Leute, die mir Unrecht getan haben, wo ich mich etwas aufgeregt habe. Wie deine Fans zum Beispiel. Nein, meine Fans regen mich nicht auf. Hm. Da kamst du ins Spiel. Du ja. hast mir geschrieben. Ja. Nee, du hast mich angerufen. Ja. Stimmt, du hast mich angerufen und sagst, Schein, was geht und so. Und ich sag, nix bei dir. Ey, Bro, ich hab da was mitbekommen. Warum? Guck mal, ich kenn den, der ist voll der gute Typ. Du bist ein guter Typ. Ich mag dich übertrieben, ich mag ihn auch. Denkst du, ich würde mit dem chillen? Denkst du, dass er denken würde, dass ja. ich mit dir dann chillen würde, ja. ja. wenn da nicht alles gut wäre? Ja. Warum redet ihr nicht miteinander? Also genau. du hast ja schon so Attribute, dass du Frieden haben willst. Ja. So, warum machst du es bei mir und für andere disst du andere Leute? Ich finde das unfair. Warum hast du den nicht für mich auch gedisst? Das ist super. Nein, Spaß. Schiff, wohin will er mit seiner Aussage? Nein, nein, Bruder. Spaß. Ich konnte ihm gut folgen. Ich wollte nur sagen, ja, du hast ja so, du hast ja schon die Absicht, weil ich habe das voll. Ja gemerkt. Weil von mir hast du ja nichts, von dem ja auch nicht. Ja. Von so. Dem sowieso nicht. Der krasse Künstler, Alter. Bruder, der ist ja nicht. Ich mach Songwriting. Ey, Bruder, steh auf. Oh mein Gott. Bruder. Das ist, aber das Problem ist gerade vom Herzen. So. Das, du hast kein Schamgefühl. Ein paar extra Runden heute, Bruder. Ein paar extra Kniebeugen. So. Guck mal, ja. siehst du, was das für Sprüche ist? Okay. Das ist, du weißt, was er meint, ein paar extra ja. Kniebeugen. Nein, Bruder, was meint er? Was meint er, Bruder? Wenn er sagt, du hast keinen Charme, mach heute lieber ein paar extra Kniebeugen, so. Um das wieder gut zu machen. Erklär ich später. Bruder. Auf jeden Fall, du hast ja nichts davon. Ja. Warum hast du so... Ach so, Bruder, das ist richtig asozial, Bruder. Maximal. Ey, der kam ganz spät. Der kam ganz spät an, Bruder. Der hat gar keinen Charme, das mach ich jetzt. Du hast gar keinen Charme. So. Deswegen moderiert er doch so Casino-Streams. Ist so eine teuflische Ding, denke ich gar nicht. Ja. Boah, was ist das für... Ey, Bruder. Ja, red doch mal um die Klimaanlage an. Bruder, ich schwitze doch die ganze Zeit, Bruder. Auf jeden Fall, ich würde doch was hier noch von dir einmal mal was loben, Alter. Ja, ich habe Frieden, ich habe die was Absicht, so, Frieden zu stiften. Wieso sehen deine Wangen wie so ein Blauwal aus? Ey, Bruder, bist du verrückt? Mach mal dieses Bein hier runter. Schämst du dich nicht? Du bist ein erwachsener Mann, Alter. Was für Waden, Alter. Du bist ja krank. Sieht aus wie so Götterspeise. Läufst du wie in der Wüste in Dubai immer hoch und runter, Alter? Wieso hast du so Waden, Junge? Ey, ihr seid einfach ein Haufen Asozialer. Du machst Windsurfing in Dubai. Ja, in der Mall. Ich würde ein bisschen Catcar-Fahrt die ganze Zeit. Sein Kniebeugen, Bruder. Okay, du hast Frieden gestiftet. Ja, guck mal, ich kann nicht mal was dagegen sagen, weil ich ey, so das ist so krass, Bruder. Du hast ja, ja Frieden. Du hast Frieden, du machst ja immer ja, Frieden. Ja. Sie kennen Frieden. Da will ich mal einmal was Nettes sagen, es geht nicht. Oh. Warum hast du das gemacht? Warum war es dir nicht scheißegal? Also tief im Herzen war dir ja etwas wichtig. Das hast du ja sogar zweimal gemacht. Bruder. Und zweimal sag ich, boah, der ruft mich ja schon wieder an. Ist der Mahatma Gandhi oder was? Aber dann habe ich dich verstanden. Ja. Was ist da los? Warum? Vom Herzen kam das. Bruder, das ist einfach meine Art. Die Leute, die mich hier privat kennen, Bruder, die sagen ja immer, ey, ihr kennt ihn nicht, wie er wirklich ist. Ihr habt nur diese äußere Wahrnehmung. Wenn ihr ihn kennen würdet, so und so und so. Und ich bin halt jemand, der nicht nach außen geht mit so Dingen, die er tut. Weißt du, was ich meine? Weil ich mache das für meine Freunde, Bruder. Weil ich denke, ey, wenn zwei Leute gute Typen sind, Frieden zu stiften, ist was Gutes.
Weißt du, was ich meine? So, und deswegen, warum ich das mache, einfach von Herzen. Einfach sehr guck schwer. Nur hier. Ja, wo er ist schwer. Ich guck so. Ja, jetzt. Ja, so, diese Blicke schon wieder. Ey, wir schwitzen alle richtig, Bruder, ne? Übertrieben. Oh mein ist ja Gott. Aufguss hier. Bruder. Ja, die Klimaanlage, wir haben noch kein Geld, weil Kooperation halt fehlt. Ja, Bruder, ich verstehe das. Gib doch ein bisschen Geld für den krassen Song. Oh Gott. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Bruder. Animus in einem. Wir sind ja kein Interview hier. Letztes Mal in einem Format, Videoformat, habe ich dich so lachen sehen, glaube ich, damals, mit, wo du mit Bruce in diesem Klamottenladen warst. Ja. Yeah. Yeah, bei dem ersten was los. Yeah, genau. Yeah, yeah. Ich glaube, da, und das, glaube ich, hat bei dir auch in der Karriere gefehlt, weil irgendwann warst du wie so ein American Psycho die ganze Zeit, wie so gestört, dass du so böse in die Kamera geguckt. Obwohl du eigentlich. Dieser Drang, hart machen zu wollen, obwohl du voll der entspannte Typ bist. Du bist ein Sympathisch, du bist lustig. Guck mal, also guck mal, ich muss jetzt auch ehrlich mal was sagen, auch über Animus, ja. Das, was wir jetzt hier ein paar Sprüche machen, er. Ab und zu uns, viel mehr über ihn, ist wirklich noch gar nichts. Wir haben in Dubai oder hier im Büro da haben wir wirklich keinen schon keinen Anstand zu krassen Dingen und er lacht wirklich vom Herzen. Nie Ego-Probleme. Nie Ego-Probleme, ist lustig drauf, macht Sprüche, geht mit uns essen, zahlt ab und zu auch mal. Ja. Das finde ich auch. Wann hast du eigentlich jemals gezahlt? Der zahlt nie. Was? Er zahlt nie, Bruder. Er sagt, ich gehe zahlen, er haut durch Toilettenfenster ab, schießt ihn über die Straße. Nein, der ist immer so dann. Ich zahle nie? Wenn ein Fan kommt, sagt er, oh, Alhamdulillah. Dann kommt der Ritt, der mit so eine halbe Stunde ein paar Fotos und dann haben wir schon gezahlt. Der so, hab ich schon gezahlt? Ja. Nein, der Spaß, du hast auch gezahlt. Der zahlt immer. Bruder. Ich zahle immer außer Bruder, Schein, bitte, macht so. Ich war mit ihm einmal essen. Außer Schein, guck mal, der einzige mit Grund, Olli zusammen. Warte, der einzige Grund, wann ich nicht zahle, ne, ist, weil weißt du noch, als du eben aus Spaß gesagt hast, ey, Reda, verstell bitte nicht, das war so geil, Reda, verstell bitte nicht den Bildschirm, sonst kommt Schein und ich Mord. Ja, yeah. So, Bruder, guck mal, weil er hat ja wirklich keinen Charme. Ich bin jemand, er macht so ein Tralala, dass ich sage, okay, Bruder, ist alles okay, übernimm. Ich bin hier, ich sag gar nichts, Alter. Das ist, weil es geht deine, weil der hat ja gar keinen. Nein, guck mal, bei Freunden, der, zum Beispiel, wenn wir rausgehen, du hast ja gemerkt, wir gehen ja ein paar Mal essen, wir zahlen, egal wer zahlt. Hm. Man zahlt für die Runde. Hm. So, ja? Das ist mein Bruder. So, ist egal, ob er oder mein Geld, ist sowieso das gleiche Konto. Ja. Ich habe ja kein anderes. Aber ich habe ja kein Geld, er ist reich. So. Auf jeden Fall, wo ich ein Tamtam mache, wirklich, ist, wenn ich sehe, dass jemand schamlos da sitzt und versucht, uns auszunutzen, dann sage ich das. Ich sage das. Ich sage, hör mal zu, warum zahlst du hier nicht? Warum machst du hier auf Mann und so? Hm. Ich sage das und da kommt er und er schämt sich so sehr. Der sagt, Bruder, wie kannst du das machen? Ich sag, weil er keinen Anstand besitzt. Ja, aber ich will, warte, was er über diese Leute sagt, stimmt. Ich stimme ihm zu, aber ich sag, ich will ihm zeigen, ich scheiß auf dich. Ja, ich nein. Bin auch eher, nach so 10 Mal da sitzen und auf Millionär machen. Und die haben mehr Geld als wir. Und die haben ja mehr Geld als wir. 100-mal mehr. Mehr Geld als du? Ja, Bruder, ich hab doch nix. Der ist in der Forbes doch nur 9. Ja, der ist im 8 vor dir, die dich auf. Nein, Bruder, ich hab nix. Okay. Ich kann dir gerne alles zeigen, schwarz auf weiß. Ich zeig dir gleich mein Konto. Schwarz auf rot. Ich zeig dir gleich mein Konto, kein Problem. Ich hab nix. Ist so, dass da wirklich Millionäre sind, also bewiesen. Und dann kommt die Rechnung und dann gucken die so weg und gucken auf Handy. Dann denke ich mir immer zu, wir sind wirklich zwei Leute, die bisschen Podcast machen. Aber warum gehst du mit jemandem 10-mal essen, Bruder, der sich so benimmt? Nach dem zweiten, dritten Mal, Bruder, musst du doch... Okay. Nein, weil wir dann denken, ey, guck mal. Vielleicht der ist Casino. Der ist eigentlich nett. Der ist nett. Der ist doch lieb. Vielleicht meint das nicht böse. Aber dann am 8., 9. Mal, da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, stopp. So nicht. So nicht. Und dann habe ich gemeint, du zahlst hier nicht. Jeder gibt mal ein bisschen was raus. Hier gibt man 20, gibt man 50er, gibt man 10er. Aber gehst du danach nochmal mit dem Essen oder nein. Ist danach schon nein, Busch, dann mach ich Stopp. Weil danach kannst du ja nicht mehr. Nein, aber hab ich Stopp. Guck mal, ich habe auch Freunde, die haben sehr viel mehr Geld, Bruder. Ja. Und die laden auch ein, aber ich versuche, kennst du, so das Niveau auf gleiche Maß zu halten, weil ich finde einfach, das gehört sich. Nur weil jemand mehr Geld hat, heißt es nicht, dass er die ganze Zeit ausgeben muss. Genau, Bruder. Das es geht ja auch um die Geste. Ja. Bruder, wenn du Appetit mitbringst, du willst essen und dann, wenn er noch so ein krasser Typ ist und nach dem 10. Mal, Bruder, aber ich wäre eher wie Nizar, Bruder. Ich bin halt, du siehst es ja auch bei meinen
Probleme, die ich so habe, Bruder, ich bin eher der Typ, der sagt, scheiß drauf, kennst du, ich zieh mich zurück, als dass ich den Konflikt dann in dem Moment suche und ausdiskutieren will, Bruder. Ich sag, scheiß Bruder, drauf. Was hast du für Warten, Allah? Bruder, lass doch meine Beine in Ruhe. Guck dir mal deine Zahnstocherbeine an, Bruder. Ja, so ein elfjähriges Mädchen, ja. Bruder, was redest du? Guck mal, wie das aussieht, Bruder, bitte. Was? Bruder, ich habe doch Junge von der Seite. Er hat so Sushi-Strümpfe an und so, redet über mein Aussehen. Bruder, ich wurde noch nie von einem beleidigt, der so Spider-Man-Pyjamas trägt. Ja, die sind ganz gefährlich. Ja. Was isst du so in Dubai? Was ist dein Lieblingsessen in Dubai zurzeit? Dein Lieblingsessen, wo du sagst, der ich Iraner Iran Samin, warst du da schon mal essen? Welche? JBR oder der andere bei Dubai Mall? Den gibt's bei Dubai Mall. Die schmecken einen, unterschiedlich. Genau. Ja, aber JBR gibt's den, glaube ich, gar nicht. Ding ist, Marina gibt's Marina, den? Meine ich ja. Doch. Marina ist die absolute Nummer 1. Der an der Ecke. Ja, warum geht ihr nie Tunesisch essen? Gibt's da Tunesisch? Nein. Doch, gibt's. Wer macht ein Tunesisch? Das doch in Alt-Dubai. Echt jetzt? Ja, gibt's einen. Ich war da. Tunesisch, aber was gibt's da für... Nur scharf, egal wie es schmeckt. Nur scharf. Man weiß nicht, Hähnchen, Rindfleisch... Nur scharf. Salat drinne, keine Ahnung. Was ist da drin, Bruder? Brot, keine Ahnung. Ich weiß nicht, nur scharf. Boah. Ist das Dinkel, ist das Fladenbrot, weiß man nicht. Scharf. Ich habe ein Wasser bei denen zu Hause getrunken, scharf. Ey, wir müssen aus Leitung in aber. Dieses P.F. Changs. Warst du da schon mal? Nee, was ist P.F. Changs? Da gehe ich nicht krass. Was ist warum das? Nicht? Ich esse kein Asiatisch. Das ist nicht so, wie du denkst, Bruder. Ich war schon da. Da gibt es auch so einen berühmten Shrimp-Cocktail. Hast du die Dynamite Shrimps gegessen? Ja, aber nee. Hast du die gegessen? Ich esse keine Shrimps. Ich heiße doch nicht Shrimp Cake. Mann, der ist doch ein Kumpel. Bruder, warum redest du so über sein Vorbild? Ja, der liebt ihn doch. Schön gesagt, Shrimp Cake. Du liebst ihn doch selber. Ja, ich finde ihn stark. Ich feiere den. Okay, heiratet ihn noch zusammen. Ja, oder? Ja. Ist doch erlaubt. Normal ist alles. Das ist erlaubt, Bruder. Guck mal. Ich esse keine Shrimps. Ich esse keine Meeresfrüchte und kein Asiatisch. Überkrass. Also, guck mal. Der Iraner ist stark. So. Dieses P.F. Changs ist stark, sonst Bruder halt so. Ich hab Steakhouse, diesen Texas Barbecue-Laden, wo wir waren, in der Mall, yeah. Und den feier ich. Aber der ist zum Beispiel auch nicht so krass, aber war okay, das Bruder. Hat mir gefallen. Ich mag nur Calamares und Tintenfischringe. Ey, es gibt, JBR gibt so einen geilen Laden, Bruder, ich weiß nicht, wie der heißt so, aber wann fliegen? Lass mal zu dem fliegen. Ich erkläre dir was zu ihm, Bruder. Ja. Er schreibt mir einfach aus heiterem Himmel, kein, wie geht's, kein, alles klar. Also, bist du in Dubai? Ich schreibe so, ja, Bruder. Okay, ich überlege zu kommen. Ich so, Bruder, von Herzen, sag Bescheid, wann du da bist. Denkst du, er hat darauf geantwortet einfach? Nein, er liest auch und antwortet. Ja, ja. Das, ey, du siehst so gesehen. Ja, das ist ja, aber weißt du, was passiert dich, ist? Ha. Ich kann das gerne sagen. Ich sag dir. Ich habe sogar einen Screenshot. Ich zeig ihn dir gleich. Ja. Weil ich wusste, keiner wird mir glauben. Ja. Wir glauben dir auch nicht. Ich war schon bei allem eingeben, sogar den Flug. Ja. Und dann... Habe ich gesagt, okay, bevor ich abdrücke, habe ich einen Screenshot gemacht. Ich sage, bevor ich jetzt kostenpflichtig bestellen, habe ich Fasan angerufen. Ich sage, ey Fasan, kann ich für eine Woche weg? Der so, du hast morgen einen Banktermin, der ist sehr wichtig. Ich so, ja okay, dann ändere ich einfach. Sagt er ja, und Donnerstag musst du dahin. Ich sage, scheiße. Und Samstag bist du bei diesem Kassentyp. Ich sage, ey, ist dein Ernst? Ja, ich sage, okay, warte, Banken mache ich noch mit, dann fliege ich. Am nächsten Morgen, ich gehe zur Bank, erkläre alles, will das alles erledigen, kommt der größte Schocknachricht aller Zeiten. Kommt, Laden, Brandschutzauflagen, nicht genehmigt. Alles neu machen, das neu, Kabel neu, das machen, das man. Und dann habe ich die Lust verloren. Deswegen habe ich auch nicht geantwortet, aber ich wollte mich sowieso bei dir öffentlich entschuldigen. Ich wollte mich öffentlich entschuldigen bei dir, weil das war nicht korrekt. Weil du hast mir deine Tür angeboten. Aber siehst du, so entstehen Gerüchte... Über mich, Bruder, weil Leute wie du dann sagen, guck mal, du lädst nie ein und so weiter. Das, und die Wahrheit, das hat er gesagt. So. Aber die Wahrheit das ist dann so. Guck, wir haben, guck mal, wie wir mich wie darstellen wollte, hast du auch beim Rudern mitgemacht früher? Ja, ich war doch hinter dir. Ich hab du war hinter mir, ich war hinter dir. Nein, Bruder, aber kommt, sehr gerne. Ja. Kommt, aber so. Zur Zeit geht nicht. Warum? 50, 55 Grad. Letztes Mal war doch genauso. Letztes Mal war doch genauso, wo ihr das erste Mal da wart. Lass uns doch wieder dieses Ding nehmen mit Pool. Ja, können wir mal was anderes von Dubai sehen? Da waren wir jeden Tag gechillt. Bruder, guck mal, er macht gerade zwei Läden auf und so, bring ihn nicht in diese Dings, Bruder. Ich hab kein Geld. Der verdient doch mehr als ich. Bruder, weißt du überhaupt, wie viel eine Nacht gekostet hat in diesem Hotel? Nein. Doch, er bucht einfach es. Und du sagst einfach, okay, wie viel? Willst du jetzt sagen hier, wie viel der ausgibt für Hotel? Sag doch mal. Ja, ich will nicht so öffentlich besser sein. Sag doch mal. Sag ich doch weiß mal, es. Wie viel ihr ausgegeben habt. Ja, Bruder, das ist schon viel. Das ist schon sehr viel, Bruder.
Du guckst mich an und sagst, ne. Das war schon sehr teuer, Bruder. Aber das braucht ihr auch nicht. Platz ja, aber das war, und das war noch 50%. Leute. Aber das war geil. Wir haben ja 50% ja, Rabatt das war bekommen. Trotzdem teuer, Bruder. Also guck mal, wenn das der einzige Grund ist, dann kommt lieber. Es gibt so viele schöne, normale, bezahlbare Hotels. Ja, und dann nehmt ein geiles ja, Airbnb auch oder eine Wohnung. Nicht. Verpiss dich, Alter. Schön, stark, ich choke dich hier stark. Aus. Und der will immer nur Business Club. Ja. Ja, aber dann kommt so normal, lass uns ein bisschen chillen, Bruder. Ja, lass da chillen. Lass so ein bisschen verhandeln gehen und so, um Deals verhandeln gehen. Ja. Ist so stark. So ein bisschen, bisschen shoppen gehen, oder? Shoppen. Aber nee, diesmal wollte ich downtown. Wir können echt shoppen gehen. Weil ich habe keine Lust mehr auf diese ich Fahrt. Ich war im Pullman downtown einmal. Habe ich gehört, soll nicht gut sein. Warst du shoppen? Sehr gut, Bruder. Warst du shoppen, ne? Hast du Skyview, okay, Address? Address war ich, ja. Aber nicht Skyview, ich war Fountain View. Guck mal, das Problem ist... Skyview ist auch... Nimmt sich da nicht viel von eurer alten Unterkunft. Nur hast du eine bessere View. Ja, Bruder. Du hast direkt einen Burj Khalifa vor dir. Ja, Bruder. Guck mal, aber das Schwimmbad oben ist auch echt voll, Bruder, tagsüber. Danke. Das heißt, ihr habt ein Hotelzimmer. Danke. Ihr könnt in das krasse Schwimmbad, aber es ist voll, weil da leben auch Residents, Bruder. Es gibt ja Leute, die haben richtig Wohnung dort. Ich kenne einen, der hat einfach eine Wohnung fürs ganze Jahr. Ja. So, und die gehen jeden Tag an diesen kleinen Pool. Ja, ja. Und deswegen, Bruder, dafür... So viel Geld ausgeben, ich weiß nicht. Guck mal, es gibt ein Problem bei mir. Ich mag keine alten Hotels. Ist einfach so. Ja? Ich mag keine, auch die, wenn die so alt eingerichtet sind, so rustikal. Ja. Ich kann das nicht, ja. Ich kann da nicht schlafen. Ja. Ich brauche moderne. Ja. Und warum ich schon darauf bestehe, einen Privatpool zu haben, ist nur ein Grund. Damit der ins Becken pinkeln kann. Das auch. Nee, ist wirklich, guck mal, dass du deine Ruhe hast, einfach. Wo du da wir warst. Sind für uns. Guck mal, wir haben abends um 3, 4 Uhr nachts ja. haben wir Shisha gehabt, gechillt, sind in den Pool gegangen, ja. haben gelacht. Ja. Das kannst du dann nicht. Die ja. sperren den Pool erstmal um ja. 10 oder 11 genau. bis morgens um 6 und das sind andere Leute und tagsüber läuft dann so 7 Stunden Hausmusik. Also ich liebe Haus, ich höre ja gerne Hausmusik. Ja, du kannst nicht reden. Aber du kannst nicht reden, es ist nicht stylisch, nicht chillig und irgendwann willst du auch mal kurz mal eine halbe Stunde nichts machen. Ja. Dann kannst du dann einfach dein JBL, 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 einfach in Dubai-Version. Yeah. JBL, deine JBL-Box ausschalten, dann kannst du yeah. einfach chillen. Ja, ja, ja. Und dieses Privileg, Bruder, das will ich mir gönnen. Okay, aber dann musst du halt auch in die Brieftasche. Die sollen mir ja kein Bruder. Zimmer geben, es reicht nur in den Pool. Ja, Bruder, ich schlafe im Zelt. Verbunden damit. Das ja. ist wohl, du kannst doch deine Dings, Krypto-Kontakte wieder mitnehmen, Bruder. Ich bin Spotify sein Vater. Hey. Oh mein Gott, wie asozial, Bruder. Boah, du kannst doch. Ich hab Instagram erfunden. Du hast gar keinen Schaum, Alter. Boah, der war das stark. Das ist das Schlimmste, was du heute gesagt hast. Das, nein, ich finde, das war das Lustigste. Ey. Das war sehr stark. Aber dann könnt ihr euch das teilen wieder, Bruder. Boah, krass. Ey. Bruder, guck mal, ne? Stell dir vor, jemand schaltet einfach jetzt ein, Bruder, und wir sind so am Schwitzen und Triefen. Ja, man kommt dorthin, chillen wir ein bisschen. Vielleicht machen wir irgendwas. Ja, lass mal so dich unterstützen, wie du so Diss-Track-Ding okay. mit Rapper aufnimmst. Guck mal, er schon wieder. Es kommen ja einige Rapper auch nach Dubai öfters. Bruder, Dubai ist jetzt wie Mallorca geworden. Mallorca. So. Wenn die dich anschreiben würden ja. und sagen, ey, Bro, was in Deutschland war, vergessen wir es. Mm. Lass du mal einfach mal zum PF Cheng Cheng gehen, ja, was ja. essen. Ja. Wie würdest du darauf reagieren? Bist du ja. offen dafür? Kommt drauf an, von wem, Bruder. Aber generell ich bist sag du offen. Ja vom Herzen, wenn jede Person, die mich so schlecht gemacht hat in der Vergangenheit, einfach nur eingestehen würde, ey, wir haben auch Fehler gemacht, so. Nur das. Das wäre auf jeden Fall die Basis, Bruder, weil die Leute tun ja wirklich so, als wäre ich so überall hingegangen, ey, kriege ich einen Deal? Die so, ja, du bist unser Bruder. Ich sage, haha, fickt euch, besserer Deal, fickt euch. So, kennst du die? Mhm. Haben wir komplett ein wahnsinniges Bild von mir erschaffen, so. So ein Zero-Tarof-Bild, so, ja. kennst du? So. Ja. Und wenn Leute sagen würden, ey, weißt du was? Guck mal, wir haben uns auch scheiße verhalten. So, der Typ ist nicht dieser Teufel, wie ja. wir ihn im Internet gemalt haben, so. Der Junge hat auch sein Bestes gegeben, es hat nicht geklappt, wir haben Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Bruder, das ist die perfekte Basis für alles.
dann bin ich bereit, mit jedem Frieden zu schließen, Bruder. Ich will doch, ich, Alhamdulillah, Bruder, mein Leben ist gerade sehr schön. Weißt du, ich habe meine Eltern abgesichert, die sind mietfrei für den Rest ihres Lebens. Das war der Traum, das ist der Traum eines jeden jungen Bruder, wenn er groß wird. Ne? Alle erzählen davon, ich will ein Haus für Mama und so weiter, aber kaufen sich ein AMG und Drogen und sonst irgendwas. Ich habe das wirklich hinbekommen, so. Ich habe coole Leute kennengelernt, die wie Familie für mich geworden sind. Wir machen Business, ich bin in interessanten Projekten involviert. Alles ist gut. Jedes Mal, wenn mein Handy klingelt, das ist mein größter Luxus, Bruder, freue ich mich. Wenn du anrufst, wenn du anrufst, wenn meine Jungs von drüben anrufen, wenn meine Familie anruft, es sind nur geile Leute. So, das heißt, wenn ich jetzt jemanden in mein Leben lassen würde, aus dieser Musikszene, mit dem ich mal Streit gehabt habe, ne? Weil ich sage auch nicht, die sind an allem schuld. Ich sag nur, hört euch meine Version zumindest an, bevor ihr ein Urteil fällt. Das ist ja das Mindeste, was man erwarten kann. Bruder, bin ich für jedes Gespräch bereit. Aber wenn du mich als Teufel in Person darstellst, so, dann fühle ich mich zu Unrecht behandelt. Und jemand, der, sogar wenn du das ernsthaft denkst, dass ich der Teufel in Person bin, können wir ja niemals Freunde sein. Weil wer will mit einem Teufel befreundet sein? So, wenn du wirklich denkst, ich bin so ein ekelhafter, hinterhältiger Mensch und du hast nichts falsch gemacht und ich war einfach nur undankbar oder illoyal oder sonst irgendwas, boah, dann haben wir keine Basis. Wenn du aber da sitzt und sagst, ey, guck mal, der Junge zum Beispiel ist bei Flair damals, der Junge ist auch von Heidelberg hierher gekommen, er hat sein Bestes gegeben, er war hier, ich habe vielleicht da und da auch übertrieben, er da und da auch übertrieben, so und so und so, vielleicht kann man reden. Wenn Azad sagen würde, ey, ich weiß damals, als die Aktion passiert ist, ich habe ihn einfach gesagt, ey, du kannst kein Album mehr bei mir rausbringen. So, ich sehe in deiner Karriere keine Zukunft mehr. So, und hat mich gecuttet. Wenn er das sagen würde, Bruder, wir haben eine andere Ebene, auf der wir reden können, anstatt einfach zu sagen, du bist ein Verräter. So, und bei Bushido ist es auch eine zwischenmenschliche Sache, Bruder. Er hat mich nicht um einen Cent betrogen. Nicht um einen Cent, Bruder, im Gegenteil. Alles, was wir ausgemacht haben, wurde fair eingehalten und fertig. Das ist eine zwischenmenschliche Sache. Er hat bei mir zwischenmenschlich eine Grenze überschritten, ne, unter Freunden, wo ich gesagt habe, ich gehe auf Abstand. Ist das so eine Michael Jackson-Jordan-Chandler-Grenze gewesen? Was ist das? Was ist das? John Chandler ist der Junge, der Michael. Ey, Bruder, ey. Was ist das denn für ein Typ, Bruder? Sag mal bitte. Und ich, guck mal, ich bin der Idiot, dass ich so ernst sage, wer ist das und so. Guck mal. Nein, auch das ich ist eine. Ich weiß nicht, was Bushido für eine Bindung hat. Ey, das ist auch. Oh mein Gott, Bruder. Es ist auch eine zwischenmenschliche Sache, wo ich sage, ey. Wenn man seine ich Fehler muss so eingesteht. Banner einführen. Ich distanziere mich permanent. Boah, ich distanziere mich von allem, was hier gesagt wurde. Ich Bruder. Auch. Alles. Komplett. Und ich weiß, guck mal, das will ich auch nochmal sagen. Ja. Ihr zwei seid von Herzen richtig korrekte Freunde, Bruder. Ey, danke, Mann. In der Zeit, wo die Leute spekuliert haben, ey, bei dem läuft es gerade nicht gut und ey, alles geht schief, wart ihr mit die Einzigen, die einfach mal geschrieben haben, ey, Bruder, geht's dir gut, brauchst du irgendwas? So, überleg mal. Und wir kennen uns einen Bruchteil der Zeit, wie ich meine anderen Freunde kenne, Bruder, die es nicht einen Scheiß interessiert hat. Aber als es dann wieder hieß, ey, bei dem läuft und die ersten Gerüchte kamen, ey, der macht in Dubai dieses, das, alle waren auf einmal wieder, Bruder. So. Ja, Bruder, wenn man erstmal so nachsteht, dann fragt man sich, ey, ist alles okay, geht's dir gut, Bruder, ja, was passiert? Ja, Bruder, aber das ist doch das Mindeste. Was passiert, was los? Das ist doch das Mindeste, Bruder. Und das haben auch sehr viele, von denen ich es erwartet hätte, nicht gemacht. Und das hat mich nochmal mehr bestätigt, Bruder. Du brauchst keine 100 Freunde, du brauchst einfach ein paar korrekte Jungs, Bruder, und das reicht. Denkst du, du und Bushido, ihr könnt wieder zusammenkommen? Bruder, ich sag niemals nie. So, ich sag niemals nie, aber menschlich, ganz ehrlich, ich bin gerade einfach glücklich da, wo ich bin. Ich wünsche ihm alles Gute, auch für seine Familie. So, ne? Auch Roos wünsche ich alles Gute, der gegen ihn stichelt. Auch Roos will ich ans Herz legen. Bruder, irgendwann ist so eine Grenze überschritten. Weißt du, irgendwann werden die Unterdrückten zu den Unterdrückern, ohne es zu merken. Ja, Roos, komm doch auch, ne, hier hin. Und mach einen extra Kindersitz. Irgendwann so mit Kindern und mit allem drum und dran, Bruder, das geht einfach viel zu weit. So, da muss man irgendwann eine Grenze ziehen. Auch das gegen ihn mit Genen und allem drum und dran geht alles viel zu weit, Bruder. Irgendwann ist kein Hip-Hop mehr, ist kein Beef mehr. Irgendwann. Wenn Roos sich mit dir zusammensetzen wollen würde, würdest du es tun? Ja. Ja, klar. Okay. Bruder, ich kenne Roos auch 10 Jahre. 10 Jahre. Und auch die Sachen, die er sagt, sind zum Teil einfach entsprechend nicht der Wahrheit, Bruder. Oder er hat eine falsche Wahrnehmung der Geschehnisse. Ja, normal hat er eine falsche Wahrnehmung. Der guckt ja von unten so nach oben. Das ist doch alles. Das ist so asozial. Bruder. Bruder, ey, ich distanziere mich auch davon. Schöne Grüße an Roos. Roos. Geiler Typ. Kein Taruf, Bruder. Ja, nein, deswegen, die Basis ist da. Aber die Sprüche gegen dich waren von Roos schlimmer, muss man ehrlich sagen. Ja. Ja.
Wie meinst du was? Aber Roos, der kann auch gut schießen. Ey, Roos schießt gut. Man braucht den nicht, also... Guck der mal, schießt damals, schon sehr gut. Guck mal, damals habe ich Mitleid gehabt. Weil ich dachte, ey, ich habe mich unkorrekt verhalten. Aber jetzt, Roosy Baby, da ich weiß, wie der ist und ich sehe die Privatnachrichten, die er schickt, der ist so ekelhaft. Ja. So, deswegen habe ich so gar keine Berührung. Nein, Bruder, guck mal, es geht einfach darum, wirklich. Aber weil die Leute denken auch, ey, du hast jetzt Angst und deswegen willst du Frieden und so. Bruder, guck mal, das Internet ist eine Toilette. Ja. Und Leute waschen ihr Gesicht darin und wundern sich, dass sie nach Scheiße stinken, Bruder. Ja. Wenn du da reingehst, ist automatisch ein Klo. Das heißt, Hater und Internetkommentare ist alles irrelevant, Bruder. Das Einzige, was zählt, ist deine Familie, so, ne, zu Hause, deine Freunde, dass da alles cool ist, Bruder. Du hast hier einen Vater, sehr netter, cooler Typ, Bruder. Du hast eine Danke. Familie, um die du dich kümmerst, so, ja. Ne. Du hast mehrere Frauen, um die du dich kümmerst und deine ganzen Kinder, das ist deine Familie, Bruder. Ne? Zum Teil auch deine Cousine, die du geheiratet hast. Ich finde das gut. Das ist wie du hältst deine Familie mehr zusammen. Das ist wie dieser eine Film, der so 1000 Kinder hat. Genau. So. Wie von Hochzeitscrasher. Wie heißt der Typ? Nee, der mit Steve Martin. Nein, Vince Vaughn. Hat er so einen Film mit mir? Nein, ja, du doch. Wo der so Samenspender gegeben hat und dann kommen irgendwann alle seine Kinder. Kennst du den Film nicht? Nee. Der ist lustig. Vince Vaughn? Ja? Nee, ich kenne ihn nicht. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, Bruder. Das heißt, irgendwann zu sagen, ey. Was, wenn ich wirklich meine Cousine heiraten will? Kommst du dann zur Hochzeit? Normal. Ja klar, brauchst du nur ein Geschenk für eine Familie. Hä, du denkst, das wird mich überraschen, oder was? Achso, ja, stimmt. Ja, erwartet das von mir, ne? Ja, nein. Bruder, deswegen. Wenn du deinen Cousin heiraten würdest, das wäre krass. Das wäre geil, ne? Das wäre krass. Das ist der neue Style. Eigentlich. Ich mache eine neue Tür auf. Ja, heirate meinen Cousin. Um zu zeigen, dass du nicht homophob bist. Und ja. Die Leute aus deiner Heimat, die würden sogar kommen. Ja. Und dich heiraten. Klar, weil mein Cousin will doch nach Deutschland. Ja. Ja, dann heirate ich meinen Cousin. Bruder. Ey, das ist eigentlich ja. Voll die geile Idee. Das ist eine gute Sache, Bruder. Ich mache jetzt eine Agentur auf, vermittel sowas. Ja. Ich kenn sehr gut. Freezone? Freezone, Bruder? Freezone. Nein, Bruder, aber deswegen irgendwann. Familie ist das Wichtigste, Gesundheit ist das Wichtigste und alles, was wir sagen und tun, nur um die Kinder im Internet zu entertainen, Bruder, geht irgendwann mach zu dich, weit. Ja, mach dich Bruder, es geht zu weit. Du kannst nicht über die Genetik von jemandem dich lustig machen und erwarten, dass wenn du ein Kind kriegst, dass Allah dir ein gesundes Kind schenkt, Bruder. Ja. Und du kannst nicht über Kinder von anderen dich lustig machen, Bruder, und erwarten, dass deinen Kindern sowas niemals passiert. Ja. Und das ist einfach irgendwann der Punkt angekommen, wo ich mir gesagt habe, ey, mein Leben war eine Achterbahnfahrt. Runter, hoch, er ist tot, er ist wieder da, du wirst nie wieder was von ihm hören und du hörst wieder von ihm. Er ist pleite, er ist reich, er ist dies, er ist das. Und morgen kann das ja genauso weitergehen. Ja. Und an einem Abend, ich saß einfach da und habe gesagt, ey, weißt du was? Weil das war ja nach meiner Abstinenz von der Deutschrap-Szene, wo ich dann wieder nach ein paar Monaten aktiv geworden bin und alle sich geäußert haben, habe ich gesagt, ey, weißt du was? Lass mich einfach versuchen, meinen Frieden zu machen. Kennst du, reicht, Bruder. Ja. Dissen ist Competition. Wenn es einen Rapper da draußen gibt, der es wissen will, Bruder, ich bin am Start, das ist kein Problem. Aber lasst uns unschuldige Kinder, lasst uns Krankheiten, Bruder, lass uns Genetik, lass uns so Sachen einfach aus dem Spiel lassen. Ja. So. Und das war der Grund, warum ich mich entschuldigt habe. Nicht, weil ich Angst habe vor Internetkommentaren, Bruder, oder vor einem Image, Bruder. Mein Image ist sowieso gefickt. Was willst du da retten, Bruder? Bitte. Da gibt es gar nichts mehr zu retten, Bruder. Gar nichts so, mehr, Bruder. Der Arme, er ist bei Casinos, Bruder, du bist bei ISIS. Ist vorbei, Bruder. Ja, ne, guck mal. Er ist vorbei. Das ist die goldene Wir überleben, Bitte. Ja. Das ist die goldene so, Bitte. Wir sind so. Beide in total extrem falsch. So, ja. Er geht Casino und dann nichts. Du gehst zu ISIS, Bruder. So. Venus, Bruder, und ich geh zu ihr beide so. Ja, Bruder. Am Ende des Spektrums. Und ich bin bei beidem. Ich wechsle von Casino zu ISIS, zu ISIS zu Casino. So. Der ist jetzt bald bei ISIS moderiert auch so ein Dart-Event. Ja, Bruder, aber versteht ihr, was ich meine? Was du erzählst, ist auch so nachvollziehbar. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Leute das gucken und sagen, ach, da labert Scheiße. Bruder, man weiß es nicht, aber die Leute, die zugucken, Bruder, von den gesunden Leuten mit Verstand, die sich das ansehen, Bruder, wer wird denn jetzt sich hinsetzen und wird jetzt 1000 Kommentare machen, Bruder? Kommentare sind meistens, ich will den Top-Kommentar, ich will einen lustigen Spruch, ich will dissen, ich will irgendwas machen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Deswegen mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht, was die Leute denken. Natürlich, es wird viele hoffentlich geben, die das sehen und sagen, ey, ich verstehe ihn zumindest oder ich interessiere mich zumindest für seine Version der Sachen, weil es gibt keinen Künstler in Deutschrap-History, der für so viele Hall of Famer geschrieben hat wie ich, der bei so vielen großen Labels war. Bruder, wer hat denn für so viele Hall of Famer Deutschrapper geschrieben wie ich, Bruder? So. Ja. Und auf die Details gehen wir alle nochmal ein. Ja. So, die Historie, die ich hingelegt habe, so, ne, ob die jetzt schön ist, ob die nicht schön ist, rein vom Body of Work, Bruder, ist etwas, das gab es so noch nie. So, und einen, der durch Bars so überzeugt hat, jedes Mal, obwohl er so Hate-Wellen bekommen hat und so, das gab es auch noch nie. Und das sind meine puren Skills. Ja. Und ich habe das oft gesagt, die Leute feiern mich für die Sachen, die ich sage,
in meinen Bars und hasse mich für die Sachen, die andere über mich sagen. Ja. Und das ist das Paradoxe, Bruder. Boah, krass. Die Leute sollten anfangen, mir zuzuhören. Stark. Stark. Krass. Das ist richtig gut, wie du dich so hier selbst darstellst, als wärst du so krass. Und jetzt gibt es natürlich einer von unseren Landsleuten. Einfach so Klospülung. So der Arme, Alter. Und jetzt gibt es einfach so krasse Landsleute von uns, die schreiben, ja, weil der Iraner ist. Einfach das. Ohne Tarof, Bruder. Ohne Tarof. Aber ihr habt, guck mal, man kann sagen, es wurde nichts gelassen in diesem Podcast. Nein, Bruder. Nein, ihr habt doch übertrieben. Nein. Weil ihr habt diese ekelhaften Insider gemacht. Bruder, lass mich diese Handbewegung nicht nachmachen, die du vorhin gemacht hast, Bruder. Ey, ich distanziere mich von allem, Bruder. Allem, ich distanziere mich von alles, mir selbst. Alles, ich schäme mich. Das, was ich selbst gesagt habe. Ich schäme mich, dass ich einen Podcast habe. Ja. Ich distanziere mich. Ich bin ungeübt im Podcast. Das heißt, ihr habt schlechten Einfluss auf mich und habt mich in diese Aussagen verwickelt. Ja. Wird dein Podcast auch zu sehen sein oder nur zu hören? Ich denke auch, wir tun den Leuten keinen Gefallen damit. Aber nein! Ja, so. Egal, was ich sage, ich kann keine normale Frage stellen. Aber hätte ich jetzt gesagt, zu sehen, er wird irgendwas sagen. Nein, das stimmt nicht. Würdest du sagen, mit diesem Kopf, das ist, was für eine Kamera holst du? Hast du Panorama? Du brauchst einen Weitwinkel. Ja, du brauchst einen Weitwinkel. Ich bin aber ein Typ, der gerne hilft. Ja, der hilft. Aber okay, jetzt eine Frage. Eine Frage. Ja. Was denkst du ist besser? Nur reines Audio oder Video und Audio? Also, ich frage dich. Ich sage dir ganz ehrlich meine Meinung. Ganz ehrlich, ungefiltert. Ja. Ich finde, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme. Dankeschön. So eine Erzählerstimme. Man hört dir gerne zu. Ja. Ist sehr angenehm. Ich hatte hier Leute schon, Relle Bonoir, schöne Grüße, die so einfach so eine nervige Stimme haben. So, ne? Und. Und der lacht. Ey, singst du gerade I Will Love Is All Of You, das letzte Teil oder was? Und so. Ey, Bruder. Das ist hart. Die. Der hat doch, sag doch, der hat kein Benehmen. Wie hab kein Benehmen? Ey, aber die Qualität ist brutal, Bruder. Mhm. Weil ich habe dieses Mikrofon ja auch bei Hast du Bars gehabt und so, Bruder. Und es war extrem schwer, das so alles einzustellen. Das ist schon sehr stark, Bruder. Danke, danke, danke. Sehr stark. Man muss auch Respekt geben, Bruder, für alles, was er hier einrichtet. Du setzt dich ins gemachte Nest, kaufst ein paar Sprüche, erniedrigst die Leute und gehst, Bruder, und bekommst dein Geld. Mach mal nicht so, Bruder. Das ist schon wirklich Respekt, Bruder. Danke, danke, danke. Hat doch kein Tarof, Bruder. Wenn er diesen Podcast drehen würde, Bruder, mit diesem Handy, aber mit diesem alten, Bruder. Ja, Nokia 3210. Ja, so, Bruder, mit Snake. Macht euch lustig. Was? Wir bringen beide was mit. Ja, so. Ja. Ich Probleme. Er Probleme, ich versuche die aufzuräumen. Ja, aber das ist gut, das macht dich stärker, Bruder. Das macht mich stärker. So. Zu deinem Podcast. Fall, genau. Stimme ist angenehm. Stimme ist angenehm. Also ich sag auch, als Audio, glaube ich, wird das super funktionieren. Ich hätte kein Problem damit, dich einfach mal abends zu hören und sag, ey, ich will jetzt ein bisschen einschlafen, ich höre dir mal zu. Hm. Ja? Obwohl er bei unseren Fans sagt, das ist respektlos, wenn die uns beim Einschlafen hören. Das macht doch nur Spaß. Musst du nicht alles ernst nehmen, was ich sage. Sehen dann. Ich guck so. Aber sehen ja nicht dann diese Psycho, wie immer in diesen Interviews. Und immer so. Dann nicht. Dann wirklich so wie hier. Trag am besten auch eine Mütze. Boah, das ist so asozial, ne? Nein, das stimmt nicht. Also, sehen, wenn die Location dafür geeignet ist. Ich würde halt einfach mir so ein paar Scheinwerfer holen, würde eine Kamera hinstellen. Ich und die Person quasi. Aber fühlst du dich wohl, wenn die Kamera läuft? Oder bist du eher so einer, der gerne ins Mic spricht? Ja, aber natürlich bin ich jetzt kein kamerageiler Typ, Bruder. Weil irgendwann, wenn hier zum Beispiel losgeht, wir sind jetzt so oft hier das am Machen, ich vergesse die Kameras einfach. Hm. Die sind gar nicht mehr für mich da. Hm. Und das ist so ein Punkt, wenn du auch so denkst und sagst, ey, mir egal. Ja, aber ich würde das nicht in einem Studio machen. Ich glaube, ich würde erstmal anfangen einfach über Audio, Internet. Weißt du, ich eine Kamera, der Gast eine Kamera und dann einfach interessante Gespräche führen und ja, so. Ja, das ist natürlich das geil. Das meine ich. Das, ja, das würde ich dann sowieso so machen. Das meine ich. Nicht jetzt in einem Studio, weil das ist viel Arbeit, Bruder. So, und aber das ist einfach, das kann ich dir einrichten. Ein Studio, meinst du? Nein, das, was du vorhast. Achso, nee, das habe ich alles schon. Ach schon, das habe ich, ich habe diesen Rahmen, ich habe alles. Ich habe die Presets, damit die Audio hinterher gut klingt und so. Und, sehr gut. Nee, das habe ich schon. Wir haben nur darüber geredet, ob reines Audio oder Video und Audio. Weißt du, aber wenn ich jetzt mit Nisa, jetzt wir machen die erste Folge und wir gehen diese gesamte Deutschrap-Historie durch, Bruder. So, dann wäre es schon cooler, wenn man uns zumindest sehen würde, wie denkst bei einem du, Sky, wie bei einem Zoom-Call oder bei einem Sky. Ja, wie so ein Zoom-Sky-Call. Genau. Find das wäre schon cool, Bruder. Cool. Dann kannst du so ein Kürze T-Shirt anziehen. Kommt ja auf allen Streaming-Diensten. Auf jeden Fall.
geben wir Gas. Und wie gesagt, der Animus-Podcast auf Instagram, YouTube, könnt ihr schon mal abonnieren, folgen. Ja, ich freue mich. Das ganze Ding. Ich glaube, dass du richtig durch die Decke gehen wirst, weil die Leute werden erstmal... Inshallah. Also alle, die hier waren, sind sowieso Stars geworden. Ja, sind sowieso Stars geworden. Shahin hat recht, das wissen ja die Leute nicht, weil du deine Videos immer so auf hart gemacht hast. So, du bist ja ein angenehmer Redner, wirklich, du bist intellektuell, du bist gebildet. Heirate mich doch, wenn du so schleimst, Alter. Na und, heirate dich, hast du was dagegen? Nein, habe ich nicht. Ja, also. Ist ja aufgefallen, der schleimt auch stärker, wenn er weiß, umso mehr. Oder er ist komplett unberechenbar. Ich weiß gar nicht, was ist ein Kompliment, ist es eine Falle, um mich zu erniedrigen. Ich bin komplett angespannt, Bruder, die ganze Zeit. Ich kann gar nicht normal antworten, ja, Bruder. Er hat meine Gefühle dreimal richtig verletzt hier schon, Bruder. Wenn die Leute anhalten, die werden sehen, diese Stellen. Und der färbt auch ab. Ja, guck mal, Bruder, ich hätte sowas niemals zu dir geschrieben wie letzte Woche auf Insta. Das mit Familie und so? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, voll assoziiert. Einfach nicht. Hast du gesehen, wie schockiert ich war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Der färbt ab. Ja, Bruder. Aber der ist nett. Was sagst du? Und deswegen glaube ich, dass dein Podcast super erfolgreich wird, vor allem, weil deine Historie... Ja, es wird halt interessant. Sehr interessant werden, genau. Ist. So, dann kennst du dich in vielen Bereichen. Bodybuilding, MMA, Straße, du kannst über viele Sachen reden, du kannst neue Fans generieren und ich glaube, dass das Ding erfolgreich wird, unabhängig. Also auch als reine Audioform. Ja. Wird das durch die Decke gehen, ich bin überzeugt davon. So. Du kannst aber auch Audio und Video produzieren, muss man gucken, wie du dir den Stress machen willst. Aber es ist ja positiver Stress. Ja, wie gesagt, ich denke nicht, wenn man jetzt ein Studio macht, weil ich habe das ja bei Hast du Bars und so, habe ich das ja auch schon gemacht, so. Dann ist es schon Arbeit. Du brauchst jemanden, der kommt, ja, der hier macht, weiß, was der das tut, für eine Arbeit war, als wir umgebaut haben und dann eben, diese Kamera. Und ich bin da drüben in der Wüste, Bruder. Ich mache meine Sachen. Für mich wäre es am angenehmsten, ich setze mich hin, weißt du, mache einen coolen Call mit jemand und zeichne das auf. Lad das hoch und es geht halt wirklich um die Themen und das habe ich auch vorhin ernst gemeint. So, es geht wirklich um die Themen, die sich sonst keiner traut auszusprechen, Bruder, weil jeder ist in Deutschland irgendwie vernetzt mit der Straße, mit der Industrie, man passt auf, was man sagt, man will nicht andecken, man will nicht gecancelt werden und so. Und mir ist das scheißegal, Bruder. Deswegen dieses erfolgreich, wirst du damit oder nicht, Bruder, das entscheidet Gott. Ne? Ja. Für mich ist erstmal wichtig, einen geilen Podcast zu machen und über geile Themen zu reden, die die Leute auch interessieren. Ja genau, erzähl mal, was du auch machen wolltest in einem Podcast mit die verschiedenen Leute, die du einladen wolltest, unabhängig jetzt von der Rap-Szene, meinst du? Nein, von der Straßenszene, wo du gesagt hast, ey, ich lade eine Prostituierte ein oder eine Ex-Prostituierte, ich lade einen Ex-Drogendealer ein, red auch mit denen über diese Themen. Genau, so Sachen. Also, wenn es wirklich Leute gibt, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben, wenn es um Straße geht, wenn es um Milieu geht, wenn es um Drogen geht, wenn es um Flucht geht, wenn es um andere Sachen geht, so, die können mir gerne bei Instagram eine DM schreiben und dann würde ich auch mit denen eine Unterhaltung führen, weil ich einfach wirklich mit interessanten Leuten ehrliche Gespräche führen will und nicht immer dieses oberflächliche Rap-Talk und haha und der hat den gedisst und der hat bei dem Schutzgeld und so weiter. Mir geht es wirklich darum, mich auszutauschen, so geile Themen zu bearbeiten, weißt du, weil das ist zu wenig in Deutschland. Das muss man wirklich sagen, so. Ja, es gibt auch keinen, der sich traut, was Mutiges zu sagen. Gar nicht, weil die sind sowieso, die kriegen danach einen Anruf. Ja, und mit mutig meine ich nicht jetzt so wie ich aus Spaß, wenn ich jetzt hier hinsetze und einfach so aus Trotz sage, ey, Iraner sind so und so. Das meine ich nicht. Ich rede davon, dass man eventuell etwas sagt, was dem einen oder anderen nicht schmeckt, aber auf Wahrheit basierend. Aber keiner traut sich, das zu sagen. So, die Leute holen sich ja immer leichten Applaus. So zum Beispiel, du weißt, es gibt Leute, das ist einfach so. Es gibt Millionen Leute in Deutschland, die komplett nichts von der Corona-Impfung oder von den Corona-Maßnahmen halten. Künstler, ich weiß, aber der sagt es nicht. Er stellt sich sogar hin und sagt, lasst euch impfen und macht Werbung dafür, obwohl es gegen seine Überzeugung ist, damit er sich Applaus abholt. Es gibt Leute, es gibt halt verschiedene Meinungen und das ist tolerant. Es gibt Leute, die bei diesem Ukraine-Krieg auf der Seite von Russland sind. Die gibt es. Aber die vertreten, aber die gehen trotzdem in die Öffentlichkeit und sagen, stop the war in Ukraine. So, warum? Weil sie sich leichten Beifall abholen. Du willst sagen, allgemein gibt es Leute, die gegen ihre Überzeugung eine Meinung vertreten und sich Applaus abholen. Was, sowas gibt's? Nein. So, ich dachte, das ist alles echt. Ja, so. Nein, aber wie gesagt, darauf hätte ich Bock. Bei mir, ich bin weder finanziell abhängig, noch hat irgendein Rücken mir irgendwas zu sagen, noch kann mir irgendjemand drohen oder mich volllabern, noch will ich unbedingt ein Teil dieser Szene sein oder gemocht werden oder sonst irgendwas. Ich will einfach ehrlichen Content machen, weißt du, ich habe Bock, ich habe viel zu erzählen
Und ich habe auch viel zu fragen. So. Ich bin sehr interessiert an vielen Sachen. Und vielleicht gibt es Leute, die mich vom Gegenteil überzeugen können. Vielleicht unterhalte ich mich über irgendein Thema, ne, und lerne einfach von einer Person dazu. Ich habe damit absolut keine Probleme. Ja, klar. So, wenn jemand nicht offen ist, sich zu verändern oder was zu lernen, genau, oder seine Meinung zu ändern, der ist doch sowieso verloren. Genau. Ich will doch lernen. Ich freue mich, wenn mich jemand von etwas überzeugt, was ich seit Jahren dachte. Ich freue mich dann. Genau. Ich sage, ey krass, ich denke seit 20 Jahren falsch. Genau. Und wenn wir jetzt reden zum Beispiel über Milieu, Zuhälterei, dies, das so und so und so. Wer wäre dafür besser geeignet? Weil wir sehen ja auch immer mehr in den Medien, Bruder, wie gewisse Milieuleute versuchen, das Rotlicht und so als spaßig und cool darzustellen und zu romantisieren, Bruder. Ja. Ich würde gerne mal die andere Seite hören von jemandem, weißt du? Die ungefilterte, wir sind alle Freunde hier und wir chillen zusammen und machen Party und lieben uns alle so und alle Frauen sind hier freiwillig und die so, ne, alle sind so glücklich. Ich würde gerne mal die andere Seite hören und genauso würde ich auch gerne mal die andere Seite hören bei kriminellen Aktivitäten, genauso auch bei industriellen Sachen. Ich würde gerne, ich habe über die letzten Monate viele Jungs kennengelernt, Bruder. Dubai ist ja auch nicht nur voll mit Abzockern und Scammern, von denen es mehr als genug gibt, Bruder, oder reichen Söhnen, von denen es gibt auch Jungs, Bruder, die im Heim angefangen haben und sich self-made Hunderte von Hunderten Millionen aufgebaut haben, Bruder. Geil. Und auch sowas ist interessant. Ja, super. Weil du wissen willst, ey, es gibt so viele andere Wege und so viele andere Ebenen, weißt du, wo man hinterfragen kann und Sachen lernen kann. Man kann lernen, kannst du von so einem lernen, der aus dem Heim und jetzt in so einem Weißt du, was ich meine? Genau. Und die Sache ist, auch mit so Leuten mal zu reden über interessante Sachen, interessante Themen, über den Rap-Kosmos hinaus, aber mit mir als Person einfach. Ja. Fragen stellen, hinterfragen, auch mal ein bisschen scherzen, aber auch mal tief gehen in diese Materie. Ich finde auch, man minimiert deinen Kosmos, wenn man dich nur als der Rapper Animus. Genau. So, du bist nicht nur Rapper. Genau. So, man kann über viele interessante Themen mit dir sprechen. Genau, und ich habe echt viele coole Freunde. Ich glaube, es wird auch mal Zeit. Kommst du auch als Gast in meine Sendung? Das überlege ich mir, wie es läuft. Je nachdem, wie viele Feinde du noch hast. Weil ich bin ja so einer, der sofort snitcht. Okay. Ich doch auch, Bruder. Ja, du musst erstmal. Ja, aber ich leg dich ja auch in die Pfanne dann. Ja, und? Solange es über Polizei ist, ist es nicht schlimm. Nein, du musst sehr erfolgreich werden, dann kommt er. Das ist doch ein businessorientierter Mensch. Vielleicht, wir können zusammen so... Oder nenn die Folge Casinos später, oh mein Gott, Bruder. Hey, wir können über die positiven Seiten von Glücksspiel reden. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ein sauberer Abschluss. Geil, ey. Es ist eine Freude, eine Ehre, dass Animus hier war. Vielen Danke für die Einladung. Dass du aus Dubai hierher gekommen bist, nur für eine Folge und gleich wieder zurückfliegst. Sehr gerne. Danke, Musa, dass du da warst. Ich freue mich. Ich glaube, es ist sehr wichtig für die Leute in Deutschland, diese Seite. Ich glaube, man hat so eine Seite nie von dir gesehen. Ja. Und diese Waden hat man auch noch nicht gesehen. Ja, diese Waden, Alter, du bist wie so ein Zuchtbulle, Alter. Was ist das denn? Du bist so ein Bison. Ja, ich schwör's dir, Alter. Deswegen, ich bin gespannt, wo dein Weg hingeht. Ich hoffe, dass du diese Podcast-Ding, das wird auf jeden Fall reinknallen. Danke. So, ich würde dir raten, Cheyenne zuerst einzuladen und dann mich, weil nach mir geht's bergab. Nee, mach das Erste, wir gucken, wie das Projekt wächst. Okay. Ja, sehr gut. Folgt alle Musa auf allen Kanälen. Folgt alle Cheyenne. Danke an alle Fans und Supporter und viel Liebe an euch. Danke, dass ihr es schafft, dass Nisano nicht so viel kaputt machen kann, dass ihr hinter uns steht. Wir müssen so eine große Community werden, dass andere Communities uns nicht kaputt machen können. Genau, und ich bin ab Herbst auf neuer Deutschland-Tour, Österreich, Schweiz, mit meinem neuen Programm Deutsch, aber lustig. Geht auf www.nisar.tv. Bei Termine kauft euch Tickets. Musa konnte schon ein bisschen sehen. Genau. Und er sagt, es wird sehr stark. Folgt Animus, folgt dem Podcast, den Animus Podcast. Genau. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank für deinen Weg. Ich liebe euch, Jungs. Und bleib immer gesund. Wir lieben dich auch. Auch wenn du nie einlädst, trotz EGJ-Money. Okay. Und das war's, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.